begrüße Sie heute zur 43. Folge von Künstler im Dialog des Opern- und Kulturmagazins Operius. In jeder Folge wird eine Künstlerin oder ein Künstler vorgestellt. Heute hören Sie den Bariton Daniel Kerrison vom Landestheater Coburg. Ich habe ja gelesen, dass Sie in einem musikalisch-theatralischen Elternhaus aufgewachsen sind. Also der Großvater spielte ja Klavier und war Amateurschauspieler, haben Sie schon mal erzählt. Und der Vater war Sänger im Amateurtheater. Wie kamen Sie denn da als Kind mit Musik und Theater in Berührung? Wie war das so? Ja, genau. Mein Vater hat oft in Amateurproduktionen gespielt und gesungen. Und das heißt, wir waren als Familie oft ins Theater gegangen, um ihn zu sehen und ihn zu erleben in zahlreiche Partien. Und das war quasi meine erste Erfahrung mit Musik, mit Bühne, Welt und so weiter. Und ich war am Anfang sofort beeindruckt von dieser ganzen Musikwelt, Theaterwelt. Und dann kam später, so mit, ich glaube, mit 6 oder 7 in der Probezeit mit meinem Vater zusammen. Wir haben auch zu Hause Dialog zusammengeprobt. Er hat seine Partie gelesen und ich habe die andere Partien gelesen. Und ja, das war für mich so die erste große Erfahrung mit Theater. Und ich war, kann sagen, vom Anfang an total ansteckend mit ganze Musikwelt. Ja. Und was war das so für ein Theater? Wie kann man sich das vorstellen? Wurde da auch richtig Musiktheater gemacht, Schauspiel? Ja, richtige Musiktheater Sachen gemacht, also Musicals und so weiter. Der hat so überall in Melbourne gespielt. Es gibt verschiedene Amateur Theatertruppe im Melbourne. Melbourne ist halt so eine große Musicalstadt, kann man sagen. Und er hat viele Sachen gespielt, also Les Miserables zum Beispiel, South Pacific, Beauty and the Beast, also alle die berühmte Sachen, Oklahoma, viel Rodgers and Hammerstein, solche Sachen. Und ja, und My Fair Lady auch, hat er auch gespielt, der Henry Higgins. Und ja, es war dann für mich als Kind so quasi ein kleine Utopia, ja, für musikalische Berührung. Und ich war bei fast jeder Vorstellung da. Ich habe jeden Abend erlebt und ich fand es einfach großartig. Ja. Und wissen Sie, wie die beiden zum Theater gekommen sind, Ihr Großvater und Ihr Vater? Ich glaube, also mein Großvater hat also Klavier gelernt und gespielt und Amateur-Schauspiel war so ein Ding, was er gemacht hat, nur als Hobby, nur wegen Lust. Und mein Vater wollte eigentlich Opernsänger werden, aber in der Zeit war ziemlich schwierig, seinen Vater zu überzeugen. Der hat immer so großen Druck von seinem Vater bekommen, ein Familiengeschäft zu übernehmen. Und ja, stell mal vor, in Australien ist schon ein bisschen schwierig, ein musikalisches Quer zu bauen. Und der hat so hat quasi seinen Traum, einen Oper oder Musical-Traum so in den Schubladen abgesetzt und gesteckt. Und aber der hat trotzdem wegen seiner Karriere im Familiengeschäft immer Musicals gemacht. Und dann, ich glaube, das war für die ganze Familie, Musik war wichtig, aber war nie als so, nie im Ernst genommen als Karriere. Also dass man das als beruflich macht, war das nie vorgestellt, glaube ich. Ja. Aber da muss er doch sehr stolz gewesen sein, dass Sie das dann verwirklicht haben, dass Sie seinen Traum umgesetzt haben dann. Ja, klar. Mein Vater und meine Mutter, meine ganze Familie haben mich immer unterstützt und die war immer der Meinung, wenn ich das machen möchte, dann soll ich das machen und haben mich nie unter Druck gesetzt sozusagen, weil du musst vielleicht was anderes machen oder was also nicht interessantes, aber was sicheres ist zu machen. Ja, sicher. Ja, das ist halt ist bei jedem Beruf, es gibt ein großes Risiko bei Musical, bei Musik sowieso, ja. Aber erstmal die Sachen ausprobieren und schau mal, ob es dir gefällt. Und ja, bis jetzt bin ich immer noch zufrieden und ja. Ja, und weil Sie gerade die Musiktheaterszene in Australien angesprochen haben, wie ist das denn? Ist das dann, gibt es da auch so Ensembletheater wie hier oder ist das mehr freischaffend aufgebaut?
Ja, es ist mehr Freischaffen aufgebaut in Australien. Wir haben gar keine festen Ensembles in Opernhäuser, was es da gibt. Es ist genau wie in der USA oder in Großbritannien. Eine ganze Musical-Szene da ist groß. Es gibt viele Produktionen immer gleichzeitig. Es gibt natürlich viel Geld dafür da. Für Oper und klassische Musik muss man zugeben, es ist ziemlich schwierig, da ein Klavier zu bauen. Musik ist nicht so gut geschätzt wie beim Musical. Wir haben gar keine große klassische Musikgeschichte. Australien ist ein ziemlich junges Land im Vergleich zu Europa oder anderen Ländern. Aber trotzdem, es gibt immer die Möglichkeit, ein Oper oder was Klassisches in Melbourne und Australien zu sehen, aber es ist nicht so gebaut wie in Europa mit festen Ensembles, mit festen Leuten in der künstlerischen Bereich. Es ist immer Vertrag zu Vertrag Arbeit. Ja, Also ein bisschen schwieriger dann. klar, ja. Aber als Musicalsänger hätte man es dann einfacher. Habe ich das richtig verstanden? Das ist ein bisschen Es einfacher. gibt es gibt bestimmt mehr Möglichkeiten und Gelegenheiten, so ein Karriere da zu bauen, aber muss man auch zugeben, es ist auch schwierig. Es gibt viele, viele Leute und auch nicht so viele Möglichkeiten, also nicht so viele Produktionen. Es wird immer mehr Leute als Jobs geben. Ja, wie auch im Oper. Und das ganze Niveau ist sehr hoch, muss man auch sagen. Aber auf jeden Fall, es gibt immer was los da und kann man auf große Bühne was machen oder auf eine kleinere Bühne machen. Also es gibt immer was los in der Musical-Szene. Und für Oper ist es halt so, es gibt professionelle Sachen immer los, aber die meisten Leute, die jungen Leute müssen so in so semi-professionelle Theater gehen oder die machen solche Sachen mit kleinen Theatergruppen oder was am Anfang. Und dann halt müssen die meisten Leute nach Europa ziehen, wenn sie eine Karriere bauen möchten. Ja. Deshalb gibt es wohl dort auch mehr Amateurtheater. Die meisten gehen dann wohl eher diesen Weg und machen das so nebenbei, denn hier kennt man das ja gar nicht so sehr mit Amateurtheatern in Deutschland. Ja, es ist nicht so ein großes Ding. Also, ich meine, finanziell ist es alles in Deutschland besser unterstützt, muss man sagen. Und muss man nicht immer auf so einer Startbühne singen, so Geld zu verdienen. Und es geht nur um Erfahrung. Also in Australien muss man halt für eine Amateurtruppe was singen, wenn man eine neue Partie lernen möchte oder was ein bisschen Bühneerfahrung bekommen möchte. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig für einen jungen Sänger, also immer die Möglichkeit, was zu singen, was zu lernen, für ein Publikum was zu präsentieren. Aber es ist halt schwierig, weil man kann ständig was Neues lernen, aber ohne Geld zu verdienen, es ist schon schwierig, diese Karriere zu realisieren. Das Ja. stimmt, da muss man dann viel nebenbei wahrscheinlich arbeiten. Und das ist ja auch nicht der Sinn des Ganzen, das stimmt. Ja, ja, Und ja. haben Sie denn als Kind noch Instrumente gelernt? Wie war das denn musikalisch? Ja, also am Anfang nicht. Ich habe einfach gesungen. Ich habe immer mitgemacht mit meinem Papa, egal was er gesungen hat, mitgesungen. Und egal, ob das Musical Theater war oder Rockmusik oder Jazz oder Swingmusik, ich wollte immer dabei sein und mitmachen. Ich kam mit, ich glaube, 13 oder 14 zu Klavier und habe ein bisschen so Selbstunterricht gemacht und ein bisschen gelernt alleine zu Hause und dann später mit Gitarre mit 16 oder 17. Und ich habe als Teenager oft in viele Bars und andere Lokale gespielt. Also nicht so klassische Opernmusik, aber halt so eine berühmte Sachen für die Leute. Und das war auch so eine schöne Zeit als junger Mann so in einem Bar zu singen und was für nette Leute zu singen und spielen. Ja. Ja, da haben Sie ja schon erste Bühnenerfahrungen dann sammeln können, ziemlich zeitig. Das ist Ja, auch bestimmt nicht so ein leichtes Publikum, was gleich so zufrieden ist in der Bar oder so. genau. Kann ich mir Ja, vorstellen. genau. Ja.
Ja. Und dann sind Sie auch mit englischer Operette in Berührung gekommen, das haben Sie schon erzählt, und mit Musical. Wann haben Sie denn ein Oper- und Kunstlied überhaupt kennengelernt? Was war das dann für eine Zeit? Waren Sie da Jugendlicher schon bereits? Ja, also mit 17 hab ich meine erste Oper gesehen. Das war die Zauberflöte in Melbourne. Und ich habe mein Abschlussjahr von der Highschool einen wichtigen Lehrer bekommen. Da war ehemaliger Sänger und Pädagoge geworden. Und der hat unsere ganze Klasse in der Oper mitgenommen. Und das war eine richtige coole Erfahrung, weil ich hatte schon viel Erfahrung mit Musicals aber eine Oper noch nicht. Und ja, ich war total beeindruckt, weil Mozart-Musik, es gibt nichts was Besseres, muss man sagen. Und ich fand diese Papageno-Figur so lustig und so toll. Und die Musik war schön, ganze Schauspiel war schön. Und ja, ich habe mir gedacht, wow, okay, ja, das wäre auch vielleicht eine Möglichkeit für mich. Ich kann vielleicht ein bisschen mehr ausbreiten und mal schauen, was es gibt für mich für Möglichkeiten, was soll ich dann beruflich machen? Also mit 17, 18 ist es eine schwierige Zeit für eine junge Person, muss denken, was soll ich denn nach meinem Abschluss machen? Soll ich studieren? Soll ich sofort einen Job suchen oder das und das und das? Und am letzten Moment, ich habe quasi umentschieden. Ich wollte damals Jura studieren. Weil ich war so ein akademisches Kind in der und ich wollte was machen und was natürlich viel Arbeit ist und ich interessiere mich sehr für diese Beruf für den ganzen Jura-Beruf und ich wollte immer vor einem Publikum stehen und ich habe mir gedacht als Anwalt, das ist auch eine perfekte Genau. Mischung zwischen dieser akademischen Seite und diese schauspielerische Seite. Und mein Lehrer hat mir gesagt, ja, das können Sie gut machen, aber vielleicht wäre es gut für dich, erstmal was anderes zu machen. Du kannst immer später in deinem Leben Jura studieren, es ist egal. Und mit deiner Stimme kannst du eigentlich ziemlich gut, du kommst ziemlich gut klar mit klassischer Musik. Stimme ist nicht so quasi typische Musical-Stimme. Es passt perfekt für Oper. Und wie gesagt, ich habe im letzten Moment umentschieden und dann und habe mich entschieden, also an die Universität Melbourne zu gehen. Und mein erster Berührungspunkt mit Lieder oder Kunstlied war an der Universität. Mein erster Lehrer, der Peter Mander, er hat auch in Deutschland gearbeitet, 12 Jahre als Buffo-Tenor in viele verschiedene Theater, viel Operette, viel Musical-Stücke gemacht und viel Oper auch. Und ja, mit 18 habe ich die deutsche Sprache entdeckt. Und der hat gemeint, ja, mit so einer Stimme, der vielfarbig ist, könnte ich viel mit Lied machen. Und ja, ich muss sagen, meine erste Leidenschaft war in der damals so war Lieder, nicht Oper. Ja, und dann hatte ich so in den ersten paar Jahren des Studiums in der Universität viel viel Liederprogramms geschafft und viel Liederkonzerte gegeben mit meinem Liedpartner, der Jeffrey Urquhart, in der Zeit. Und ja, es war eine sehr sehr schöne Zeit und die richtige Entscheidung, muss man sagen. Ja. Wir hören nun Daniel Carrison mit Perry's Keep You No More aus seinem Second Golden Age Projekt. Es begleitet ihn Rotre Britten am Flügel.
Also hatten Sie sehr zeitig Gesangsunterricht, wenn der Lehrer Sie dann entdeckt hat und Ihnen empfohlen hat, Gesang zu studieren? Ja, in der Highschool hatte ich ab und zu Das war Gesangsunterricht wohl gehabt. ganz normal. Hatte wohl jeder Schüler dort oder wurden Sie da entdeckt? Nee, könnte jeder Gesangsunterricht bekommen oder jedes Instrument, was einen Unterricht bekommen. Und ich wollte halt singen und ich habe mein Abschlussjahr Gesang gemacht als Musik, als mein Instrument. Und ja, ich habe ab und zu Unterricht gehabt, aber es war mir noch nicht klar, was ich machen wollte in der Zeit. Und dann wie gesagt, mein Leadpartner, der Jeffrey Urquhart, war auch der Meinung, ja, die Stimme ist zu gut, nur Musicals zu singen. Du musst halt was anderes, was wichtiger, sehr wichtig ist, machen mit deiner Stimme. Und ja, kann man sagen, also ich habe meine erste richtige Gesangsunterricht bekommen mit 18 oder 19. Ja, so ziemlich spät dran mit, also als Opernsänger, als klassischer Sänger, ziemlich spät dran. Und hatten Sie vorher auch mal überlegt, Musicalsänger zu werden, weil Sie so viel vom Musical berichten, dass es Ihre ersten Erfahrungen waren und so? Hab ich auch gedacht und ich habe auch Interviews gemacht an andere Universitäten und habe gedacht, ja, das könnte ich machen, aber ich war nicht so überzeugt von dem ganzen Niveau da und habe gedacht, ja, ich würde frustriert da geworden und habe mir auch gedacht, ich kann wie Jura, ich kann immer später Musicals machen, ich kann auch als Opernsänger Musicals machen und die ganze also zum Beispiel in Deutschland ist es halt so, in jedem Open House gibt es in jeder Spielzeit ein Musical oder ein Operettestück. Ja, und er dachte, ja, das bleibt, es geht nicht weg. Und ja. Genau, das kann man ja ganz gut verbinden, haben Sie recht. Ja, Und dann, ja. Ihr erster Lehrer hat Sie dann auch ermutigt, haben Sie ja schon erzählt, Gesang zu studieren. Der hat also das Talent gleich erkannt und hat Ihnen das dann vermittelt, dass es doch sinnvoll wäre und so weiter. Und Ja. Ja, dann das waren haben Sie wir. gleich auch überzeugt, nicht mehr Jura studieren zu wollen. Ja, Ja. genau. Ja, es war eine sehr, sehr wichtige Zeit und ja, ich meine, man weiß nie, was er machen will mit seinem Leben. Es kann immer ändern und aber ich denke, ich habe die richtige Entscheidung gemacht. Genau, Sie haben es also nicht bereut. Das ist doch schon mal gut. Genau. Ja, Das kann man ja. ja immer noch machen, wenn man Jura noch studieren will, nebenbei Genau, oder so. genau, genau. Genau. Dann haben Sie ja schon erzählt, Sie wurden in Australien geboren. Wo wurden Sie denn erstens genau geboren und wie war denn das musikalische Umfeld überhaupt? Gab es da Opernhäuser, Konzerttheater, Musicaltheater, haben Sie schon erzählt? Ja, ich war in Melbourne geboren, was eine Also, große direkt. Kunststadt ist, ja, für Musik, für Kunst, für alles. Und wie gesagt, es gibt eine große Musical-Szene da. Für Oper, es gibt Australian Opera und die spielt in jeder Spielzeit in Sydney, aber das Sydney Opera House und auch in Melbourne. Und in jeder Stadt gibt es so auch ein Open House, aber ein Oper-Thema und das ist Victorian Opera. Und in Sydney gibt es was und in Tasmania und Queensland und so. Es gibt in jeder Stadt sowas. Aber die haben gar kein, wie gesagt, kein feste Ensembles oder kein große Spielzeiten, was es in Deutschland gibt. Also in einem Jahr, es gibt 5 oder 6 Stücke vielleicht. Ja, nicht mehr. Ja. Und aber es ist, wie gesagt, eine tolle Stadt für Musicals und Schauspiel auch. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht als Junge, vielleicht soll ich in Richtung nur in Schauspiel gehen, weil es hat mir auch gefallen, nur als Schauspiel zu arbeiten. Und aber dann habe ich mir gedacht, ja, das ist auch sehr schwierig, weil es gibt viele Leute und nicht so viele Jobs. Und aber es ist eigentlich als Stadt für Musik und für Kunst ist es großartig, aber sehr, sehr schwierig, da eine Karriere zu bauen, leider. Ja. Weil Sie es gerade ansprechen mit dem Schauspiel, haben Sie es vorher auch im Amateurtheater mal ausprobiert, wie es wäre als Schauspieler oder als Sänger, bevor Ja, professionell? also im Highschool hatte ich viel Musicals gemacht und es ist immer und viel Schauspiel gemacht und es ist dann halt diese schöne Mischung zwischen Musik und Schauspiel und
Ich hab gar keine Amateur-Schauspielsachen in Melbourne gemacht, aber war ständig beschäftigt in der Schule mit verschiedenen Sachen und habe mir gedacht, ja, das wäre auch eine Möglichkeit, weil Gesang ist mir wichtig und es ist ein wichtiger Teil meine ganze Leistung, aber nicht nur das. Ich arbeite gerne auch nur mit Dialogen, mit anderen Menschen und das ist eine andere Art von Geschichte erzählen. Und ja, aber ich habe mir auch gedacht, also ja, aber als Sänger muss man auch gut schauspielen Ja, das können. stimmt. Und ja, habe mir gedacht, dann ist es auch dann perfekte Mischung zwischen diese beiden Arten. Aber es gab keine gemeinsamen Auftritte mit Vater und Großvater. Das meinte ich auch noch mit, dass sie vielleicht zusammen mal aufgetreten sind oder so. Ja, leider nicht. Also nicht mit Ah. meinem Großvater, der war damals viel zu alt geworden, aber mit meinem Vater, wir haben viel Gilbert und Sullivans Stücke zusammen gemacht, als ich an der Universität war. Das haben wir bei der Amateur Gilbert und Sullivan Society zusammen gemacht und das hat viel mega Spaß gemacht. Also mit Vater zu arbeiten auf der Bühne ist eine krasse Erfahrung Ja, und das stimmt. ja. Ja, und diese ganz typische englische Operettestücke mit viel Humor und lustige Dialogen und lustige Musik zusammen, das war geil, dass wir in unser Leben die Gelegenheit hatten, zusammen zu spielen. Ja. Ja, genau, das ist bestimmt eine ganz andere Erfahrung mal, als sich sonst nur so privat zu treffen muss. Ja, ich habe als Kind mit ihm gearbeitet, habe ihm geholfen mit seinem Text und dann später hat er mir geholfen mit meinem Text und so. Es ist dieser Zyklus, diese ganze künstlerische Geschichte. Ja. Hat er Ihnen auch Gesangsunterricht gegeben? Er war doch Ein auch bisschen, Sänger. Ja, auch. als ich jung war, ja, als ich sehr, sehr jung war, hat mir auch geholfen mit Stimme bauen und so weiter und dann später. Also während meiner Zeit an der Universität und jetzt ist es so umgekehrt. Er meint, dass ich weiß jetzt viel mehr als er und ich kann ihm immer helfen beim Gesang und ja, es ist schön. Aber immer wenn wir uns sehen, wir singen was gerne und es ist ja, wir haben einen sehr, sehr bestimmt eine sehr, sehr schöne und wichtige Beziehung, mein Vater und ich. Ja. Ich auch ein Geben und Nehmen. Erst hätte Ihnen geholfen und jetzt können Sie ihm weiterhelfen im Ja, Gesang. klar. Ja, Dann habe genau. ich aber gelesen, dass Sie schon vor dem Studium am Victorian Theatre Guild waren als bester männlicher Hauptdarsteller. Sind Sie da vorher schon aufgetreten oder wie war das? Ja, das war für zwei besondere Stücke. In 2010 ich war nominiert für Tevye in Fiddler on the Roof oder wie Anna Tevka, wie es in Deutschland genannt ist, und für Henry Higgins in My Fair Lady. Und ich habe in 2011 den Erstpreis bekommen für diese Produktion. Es war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Also waren Sie vorm Studium schon am Theater? Nicht am Theater, das haben wir so in der Schule gemacht Ach so. und in unser Highschool-Theater. Und ja, es gibt jedes Jahr so diese Preise für beste Produktionen und so weiter. Und ich war in 2010 und 2011 nominiert für die zwei Stücke und habe in 2011 bekommen, Preis bekommen. Ja, ja. Genau, dann haben Sie ja angefangen, dann zu studieren. Das passt ja dann auch gut Folgegeschichte Genau, dazu. Und ja. dann sind Ja. Sie ja auch sehr vielseitig unterwegs. Sie haben ja auch komponiert zum Beispiel. Sieht man ja auch auf YouTube zum Beispiel. Zu dem Film Forever, Film Noir, haben Sie geschrieben und komponiert. Und dazu hat dann Kev Cooper am Altsaxophon gespielt. Dabei handelt es sich ja um vier Stücke im Film Noir-Stil mit einer Gesamtdauer von circa 18 Minuten. Wie kam es denn eigentlich dazu und komponieren Sie heute noch? Ja, ich habe in meiner Zeit an der Universität habe ich immer Gesangsunterricht gemacht und ich war so Stimme war meine erste Priorität, aber da bei diesem Bachelor-Diplom hat man die Möglichkeit viele andere Sachen zu machen und Komposition war für mich auch wichtig und ja, ich habe diese Film-Noir-Stück während meines Studiums geschrieben. Und ich fand diese ganze Stil, der Film-Noir-Stil sehr interessant und sehr, sehr cool und sehr lustig und ich wollte was
komplett anderes ist, schreiben und eine andere Seite von mir zeigen. Und ich komponiere gerne, aber heutzutage habe ich leider nicht so viel Zeit. Als professionelle Sänger in Festensemble ist man leider oft viel zu beschäftigt mit Lernen und mit Vorbereitung für andere Stücke. Und es ist halt so, in diesem Beruf hat man leider nicht so viel Zeit für Hobbys während der Woche und musikalische Hobbys vor allem. Also wenn ich Musik mache, muss ich mich immer erinnern, ja, das ist wichtig, den Text zu lernen, die Noten zu lernen. Aber ich sitze gerne am Klavier und spiele und improvisiere, was einfach vom Kopf rauskommt. Schauen wir mal, vielleicht später in meinem Leben, wenn alles ein bisschen mehr entspannt ist, und würde ich dann weiter wieder anfangen mit Komposition. Aber für jetzt ist es alles so, alles bleibt entweder hier oder im Studio, ja. Da könnten Sie Ja. ja mal eine Oper oder Operette zum Beispiel komponieren, dann selber die Hauptrolle singen. Das Ja, wäre doch vielleicht. sehr gut. Ja, wenn ich viel Erfolg habe. Ja, genau, manche machen das ja auch Ja, dann. genau, ja. Ja, ich kenne Vielleicht solche kommt es ja Leute, noch. die das machen, und das finde ich auch geil, wenn man so begabt ist, dass er kann ein gesamte Oper schaffen oder gesamte Operette schaffen und dann auch ein Stück spielen. Das ist auch was Geniales. Ja, und dann kann man es ja auch so schreiben, wie man sich's vorstellt. Auch seine Genau, eigene Partie sich auf den Leib ja. schreiben, das wäre schon ganz gut. Ganz Genau. Dann haben Sie also studiert von 2012 bis 2014 Gesang, haben wir schon gehört, an der University of Melbourne. Und dann besuchten Sie die Opernausbildung bei Peter Mander. Was waren Ja. denn da die wesentlichen Ratschläge der Dozenten, die Ihnen heute vielleicht am Theater auch noch weiterhelfen? Ja, der war auch der Meinung, man muss immer mit seiner eigenen Stimme singen. Das ist klar. Versuch nie zu imitieren oder kopieren oder nachmachen, was man hört oder was man erlebt. Es ist wichtig für ganze Gesundheit der Stimme und für die Aufbau der Stimme, immer mit seinen Stimmen, mit seinen normalen Stimme zu singen, und nie versuchen, was Falsches zu bauen oder was unehrlich zu bauen. Und das ist für mich halt als Bariton sehr wichtig. Ja, es ist immer die Tendenz für junge Sänger, junge männliche Stimme, es ist Tendenz, die Stimme ein bisschen zu dunkel zu machen oder zu heftig zu machen oder zu kräftig zu machen. Und ja, wir sind manchmal ein bisschen ungeduldig als junge Sänger. Wir wollen sofort Ja, das die stimmt. große, kräftige Partien singen. Und wir müssen halt warten und erwarten, bis die Stimme richtig reif geworden ist. Ja, aber das habe ich immer als Gedanke im Kopf, egal was ich singe, also immer mit meiner Stimme was machen. Und was auch für uns wichtig damals war und für mich immer noch wichtig ist, ist eine sehr, sehr reiche Farbepalette zu bauen und zu finden. Beim Liedgesang ist das halt sowieso wichtig, ja. Aber für Operette finde ich es auch sehr wichtig. Man muss viele verschiedene Figuren auf der Bühne verkörpern, und das heißt nicht nur mit seinem Körper eine Figur zu spielen, aber auch mit Stimme, ja. Nicht nur mit Dynamik oder was, aber mit anderen Farben zu finden, eine sehr interessante Figur, der vielseitig ist, nicht nur, der hat nicht nur diese Farbe oder der singt halt so, oder nicht nur auf die technische Seite oder technische Richtung zu gehen, aber halt auf der Kunstrichtung zu gehen, dass jemand baut was für die Geschichte und was für die Figur interessant ist. Und ich versuche immer beim Lernen und beim Spielen auf der Bühne so viel Farben zu bauen. Nicht, dass das übel ist, aber dass die Leute merken, ja, der ist nicht so einseitig oder zweiseitig, der hat viele Dimensionen. Ja. Dass sie die Figur noch ein bisschen weiter charakterisieren, also noch ein bisschen tiefer gehen dann. Ja, absolut. Ja, egal, ob das eine richtige große Partie oder eine kleine Partie, dass die Leute merken, ja, mit dem war viel zu sehen und viel zu erleben, und nach der Vorstellung, man kann nachdenken, so, was war mit ihm, und der Charakter war viel mehr interessant, als man vielleicht das früher erlebt hat. Ja, genau. Eine kleine Partie kann ja auch sehr interessant sein, wenn man sie so Ja. gestaltet oder sehr in Gedanken Ja. dann noch verhaftet bleiben bei den anderen Leuten. Stimmt. Total. Und dann, wie war denn das Studium überhaupt aufgebaut? Wie setzte sich das zusammen? Was hatte man da so für Fächer? Ist ja bestimmt überall verschieden.
Ja, verschiedene Sachen. Also es war ein 3-Jahr-Bachelor-Diplom und ich, wie gesagt, ich habe Komposition auch studiert damals und viel Zeit mit Sprache lernen und Spracheübungen, weil das auch für einen Sänger sehr wichtig ist. Ja, dramaturgische Sachen haben wir auch studiert. Aber man kann so diese Diplom so bauen, wie man will. Viele verschiedene Subjekten zu studieren. Und ich wollte immer die Sachen machen, wo ich habe die Möglichkeit zu singen und mich zu präsentieren. Ja. Haben Sie auch Klavierunterricht zum Beispiel weiter dann gehabt? Nein, leider nicht. Leider nicht. Ich war so beschäftigt mit Gesang. Und aber ich habe immer in der Zeit viel Klavier gespielt und habe versucht, also meine Klavierleistung ein bisschen zu verbessern und dass ich mich gut auch begleiten kann. Also Und war das kein zwingendes Nebenfach, was man unbedingt haben musste? nein, musste man nicht. Hatte man natürlich die Möglichkeit, ein anderes Instrument zu lernen, aber das war nicht gar kein Zwang. Weil es doch hier der Fall ist, dass man das als Nebenfach haben muss, Klavier Ja. unbedingt. Ja, das weiß ich. Ja, es ist vielleicht ein bisschen anders gebaut wie in Ja, es Deutschland. ist ja interessant zu hören, wie es in verschiedenen Universitäten so gemacht wird. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Und Ja. was waren so die wichtigsten Studienfächer, die Ihnen heute auch helfen? Oh, auf jeden Fall die Spracheunterricht und Gesangsunterricht. Also Sprache ist halt so, so wichtig. In Australien halt, wir sind nicht so kleine Insel, aber wir sind eine Insel an der anderen Seite der Welt und wir kommen nicht so oft in Berührung mit anderen Sprachen. Also Englisch ist halt die Hauptsprache und wir haben viele Leute von verschiedenen Ländern in Australien. Das ist auch sehr multikultural, aber man hat nicht jeden Tag die Möglichkeit, Deutsch mit Leuten zu sprechen oder Spanisch oder Italienisch und so und so und so. Und ich habe damals in der Zeit viel Arbeit mit meinem Lehrer Peter Mander, viel Sprachunterricht mit deutscher Sprache und mit Italienisch. Und kann sagen, also das ist für einen Sänger, es gibt nichts, was wichtiger ist. Also die Stimme ist sehr wichtig, der Aufbau der Stimme, aber man muss halt jeder Abend auf der Bühne auf einer Fremdsprache singen. Also für mich Besonderes. Also wenn ich was auf Englisch singe, wie Britten oder Rake's Progress von Stravinsky, das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich, aber das kommt selten. Ja, und man muss halt vorstellen, als Opernsänger muss man ständig auf Deutsch und Italienisch singen und dann halt Französisch und dann weniger, aber immer noch auf Russisch oder Tschechisch. Also ich glaube, man muss halt immer sehr, man muss immer was immer an andere Sprache denken und denken, das ist ein wichtiger Teil meines Arbeits. Und ich muss immer versuchen, eine Sprache zu verbessern. Und weil es ist halt, wir erzählen unsere Geschichte durch die Sprache auch. Und das war damals, ich wusste es noch nicht, aber es ist jetzt mir eingefallen, wie wichtig das war. Ja. Aber Sie scheinen ja sehr sprachbegabt zu sein. Ihnen fällt es doch nicht so schwer. Sie sprechen doch auch sehr gut Deutsch. Ja, komischerweise, ich weiß nicht, an was das liegt. Also es ist auch komisch, weil mit 3, ich war plötzlich taub geworden. Ich hatte so ein sehr, sehr komisches medizinisches Problem gehabt als Kind und ich war taub geworden und für ein Jahr hörte gar nichts. Und nach verschiedenen Operationen bekommen habe ich mein ganzes Gehör wiederbekommen und damals konnte ich nicht mehr sprechen. Also mein ganzer Mechanismus war völlig gestört und ich konnte weder Englisch noch Blabla machen. Und ja, also es ist dann schwer zu sagen, an was das liegt. Ich habe viel Sprachtherapie gemacht, bis ich 12 war, glaube ich. Und ich dachte, also ich interessiere mich sehr für andere Sprachen. Vielleicht ist das es. Und ja, bin auch eine sehr wichtige Person. Ich liebe studieren und ich liebe lernen und vielleicht ist das Geheimnis, weiß ich Das nicht. kann natürlich sein, mit unter anderem, ja, und dass es Ihnen wahrscheinlich auch sehr leicht fällt, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja.
Genau, und haben Sie denn während des Studiums schon an Aufführungen teilgenommen? Gab es da Studienproduktionen oder sowas? Leider, damals gab gar keine Studienproduktionen. Aber ich war sehr, sehr beschäftigt, wie gesagt, mit mein Lead-Programm. Und ich hatte damals so jedes Jahr ein großes Konzert gegeben mit meinem Lead-Partner. Und wir haben mit Dichte Liebe angefangen von Schumann. Und dann nächstes Jahr mit Winterreise von Schubert und dann Schöne Bildungen und dann Schwanengesang. Also wir haben jedes Jahr versucht, ein interessantes neues Programm zu bauen. Und das war für mich so eine große Aufführung. Jedes Jahr so ein wichtiges Liedstück für ein Publikum zu singen und immer auswendig zu machen. Das war auch für mich sehr wichtig, weil ich glaube, bei so einem Stück wie Winterreise, das ist halt wie ein Oper, ja. Also nicht wie ein Oper geschrieben, aber von der Geschichte her. Und man muss nicht die Geschichte nicht nur mit Stimme erzählen, mit Körper und muss halt eine Figur auch vor dem Klavier als Figur stehen. Und ja, es war eigentlich eine schöne Zeit und ich hatte so viel Zeit, diese Repertoire zu lernen. Und ja, und ein sehr, sehr gutes Publikum in Melbourne dafür, ja, damals. Wie kamen Sie mit den deutschsprachigen Liedern in Berührung? Es gibt ja auch viele englischsprachige Lieder noch. Ja, klar. Also, wie gesagt, mein Lehrer, der Peter Mander, der hat eben in Deutschland gearbeitet und der hat gemeint, für die Stimme und wenn für die Stimme, die Entwicklung der Stimme und für die Farbepalette zu bauen, das ist diese Musik einfach perfekt. Und ich konnte schon ziemlich gut Englisch und er hat gemeint, ja, du kannst neue Musik, neue Repertoire lernen und dann auch dabei eine neue Sprache entdecken. Und das war so die Entscheidung. Aber ich hab auch damals in der Zeit viel englische Musik auch gemacht. Aber ja, komischerweise für mich war ganze deutsche Liedrepertoire am wichtigsten. Ja. Vielleicht auch durch den Das war. Lehrer bedingt, könnte schon sein, dass er Sie da Ja, inspiriert hat. Haben Sie auch an Meisterklassen eigentlich teilgenommen? nee, in der Zeit nicht. Später? Ich habe ja später, als ich an der Universität, nee, also wir hatten so jede Woche so einen Meisterkurs von unseren Hausdozenten da gehabt und aber ich habe nicht so viel, ich habe nicht so oft teilgenommen. Ich kam mit Meisterkurse viel mehr in Berührung später, als ich an der Nelly Melba Opera Trust war. Ja. Bei wem hatten Sie dann später, als Sie dann Stipendiat waren, so Meisterkurse? Können Sie da beispielhaft was nennen? Ja, verschiedene Leute. Also ich habe in 2000, ich glaube 2015 mit Renee Fleming einen Meisterkurs gemacht und sie war sehr, sehr nette und intelligente Dozentin, muss man sagen. Sie hat eine richtige großartige Karriere gemacht und das hat sie verdient. Und ich habe für sie ein bisschen Conte von Leonard Zedefigro gemacht. Und ich habe auch mit Stuart Skelton, der sehr, sehr berühmte Heldentenor, australischer Heldentenor, gearbeitet. Yvonne Kenny, die ist auch sehr berühmt, also in Ja. Großbritannien, eine sehr, sehr schöne Karriere gebaut, im Royal Opera House. Ja, für verschiedene Leute, ja. Wir waren richtig glücklich, mit so coole Leute zu arbeiten, ja. Es waren noch alles gute Dozenten dann. Es müssen ja nicht automatisch gute Dozenten sein, wenn es sehr bekannte Interpreten sind, zum Beispiel. Ja, Ja, aber Sie genau. haben Glück gehabt. Ja, wir haben richtig Glück gehabt. Ich habe nicht mit so einem Typ, der eine große Karriere gemacht hat, aber hat gar keine Ahnung von Gesang. Siehst du, was ich meine? Also, Ja, da kannst du nicht rüberbringen, kannst nicht erklären. ja, klar. Ja, es gibt viele Leute, die schaffen das irgendwie, aber die kann nie erklären, Ja, wie das genau. funktioniert. Ja. Und Sie hatten ja auch viele Stipendien, das haben Sie schon so ein bisschen erwähnt. Und 2015 bis 2017 waren Sie ja Stipendiat beim Dame Nellie Melba Opera Trust, also im Opernausbildung und Opern-Business-Programm für Sängerinnen und Sängern. Wie war denn das aufgebaut? Wie so ein Opernstudio, wie man das von hier kennt, aus Deutschland zum Beispiel oder Österreich? Oder war das anders dann? Es ist ein bisschen anders. Also wie in einem Open Studio, wir hatten so Gesangsunterricht, Sprachcoaching, viel Arbeit mit Coaches und so und so und so. Aber
andere wichtige Teil, diese ganze Stipendium ist diese so quasi, würde man sagen, diese Business-Seite, der Verhandlungsseite. Also wir hatten damals viel Arbeit mit Public Speaking gemacht, zum Beispiel mit Verhandlungssachen, wie man umgeht mit Verträgen, mit Agenturen, mit Opendirektor-Intendanten, wie man vielleicht zum Beispiel eine Steuererklärung machen muss, und all die wichtigen Sachen, was man in dieser Karriere braucht. Also du bist halt als Sänger, du bist das Geschäft und du bist ge das Geschäftsführer sozusagen. Und du musst quasi lernen, wie soll ich mich in diesem Beruf, wie soll ich andere Leute umgehen, und wie soll ich mich erfolgreich machen? Und das war ein sehr, sehr wichtiger Teil, diese ganze Stipendium. Und es hat mir viel geholfen. Also als ich nach Deutschland gezogen bin, ich musste für mich alle meine Verträge lesen und mit Open Director und Intendanten diskutieren und so und so. Und das war diese ganze Business Training, Verhandlungstraining war sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, das kommt sicherlich oft sonst zu kurz, wenn man nicht Ja. gerade in so einem Opernstudio war wie Sie. Ja, klar, ich Und meine, das ist wichtig, ja, stimmt. wir beschäftigen uns mit so vielen wichtigen Sachen wie Gesang, Sprache, alle die musikalische, künstlerische Sache, die wichtig sind, aber die Business-Seite ist auch ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und auch wenn man gar keine Agentur hat, ist es auch wichtig, dass man eine gute Ahnung schon hat. Kann bei solchen Sachen gut greifen und kann mit anderen Leuten gut umgehen und kann sich immer gut präsentieren. Ja, das Ja. stimmt. Ja. Und das ist schwierig. Das ist nie an der Universität gelernt. Ja. Sollte eigentlich auch mit Teil an der Universität sein. Das wäre ganz gut, wenn man das mit Ja. aufnehmen könnte. Absolut. Ja, absolut. Ja. Und haben Sie daneben auch Rollen gesungen oder Partien verkörpert auf der Bühne während der Opernstudiozeit? Ich war damals auch ein so junger Künstler an der Victorian Opera, und ich habe oft im Chor gesungen bei verschiedenen Sachen, und auch als Solist bei anderen Sachen. Wir hatten damals auch so zum Beispiel ein Cendrillon von Massenet gemacht. Ich habe Pandolf gesungen, das ist der Vater der Cendrillon. Und wir haben so eine gekürzte Version gemacht, dieses schöne Massenet-Stück. Und das hat auch viel Spaß gemacht. Ich hatte auch damals immer noch Gilbert und Sullivan Sachen mit meinem Vater gesungen. Ja, ich war so damals sehr beschäftigt mit verschiedenen Sachen, mit Lied, mit englischer Operette, mit Victorian Opera, mit Massenet und so, ja. Und Sie haben auch einen Preis dann bekommen für dieses Stipendium und ein erneutes Stipendium. Wie kam es denn dazu eigentlich? Und was bedeuten der Preis und das Stipendium eigentlich für Sie und für Ihre weitere Laufbahn? Ja, das Besondere bei jedem Stipendium und bei dem Stipendium ist das finanzielle Hilfe. War sehr, sehr gut unterstützt finanziell, und das heißt, ich konnte für meine ganze Gesangsunterricht bezahlen und alle die wichtigen Sachen immer Geld haben. Es ist eine sehr, sehr schwierige Karriere, wenn man gar kein Geld hat. Also eine Stunde mit einer guten Lehre kann viel Geld kosten, 100 € mindestens manchmal. Und das war sehr wichtig, dass man hat das Gefühl, ich gehe immer in die Richtung, wo die Gelegenheiten sind. Ja, ich kann das schaffen, und ich muss nicht immer denken, ja, habe ich das Geld dafür? Darf ich das machen? Soll ich das machen? Ist das wichtig oder ist das wichtiger? Man kann dann quasi alles machen, was für sich wichtig ist. Und das war damals als junger Künstler mit 24 sehr, sehr wichtig, das Gefühl zu haben, ich kann jetzt alles ausprobieren und ich kann mit dem arbeiten oder mit der arbeiten, und schau mal, wie das läuft, ob das läuft. Durch diese ganze Stipendium, es gibt viele großzügige Sponsoren, Leute, die uns unterstützen mit Geld, und
Durch dieses Stipendium haben wir richtige, großartige Kontakte gebaut. Die Leute, die verfolgen uns nach unserer Zeit in der Melba Opera Trust und die werden uns immer unterstützen. Und man hat das Gefühl, er hat nach diesem ganzen Stipendium so eine zweite Familie gebaut, eine Oberfamilie. Die Leute, die werden dich durch deine ganze Karriere unterstützen. Und das war sehr schön bei der Melba Opera Trust. Kontakte sind ja auch immer wichtig, das stimmt. Und wie kam es denn zu diesem Preis, den Sie dann noch bekommen haben? Den Ruskin Opera Award war es, glaube ich. Ruskin Opera Award und ich habe auch einen Opera Award von Paul Disley Award in der, damals an nach diese zwei wichtigen Leute genannt, also der Warwick und Paul Disley und die Ruskin Familie, die haben mich damals unterstützt finanziell und ja, ich habe mich einfach für dieses Stipendium beworben und wir haben so vorgesungen, Interview gemacht und habe die Leute ein bisschen erzählt, was sind meine Ziele, was sind meine Träume und was ich machen will und wie ich das machen will. Und ja, also es gibt viele großartige Sänger, die auch diese Stipendium bekommen haben in Australien, die auch jetzt in Deutschland oder wie auch immer im Europa, Großbritannien arbeiten. Und ja, es war sehr, sehr wichtige Zeit für mich. War also nicht so was wie ein Gesangswettbewerb, an dem man teilgenommen hat und hat dann den Nein, bekommen. es ist quasi wie ein ganzer Interviewprozess, wo man denkt, also die Leute werden in dich investieren. Ja, du bist ein junger Künstler und die sagen, ja, du hast ja viel Potenzial und du bist sehr diszipliniert und wir werden dich unterstützen. Und die sind deine Ziele und wir werden dich so gut wie möglich helfen, deine Ziele und deine Träume zu realisieren. Und ja, es ist ganz anders wie ein Gesangswettbewerb, Ja, oder? stimmt. Man denkt erstmal, dass es sowas ist, vielleicht so ein Gesangswettbewerb. Es ist mehr wie ein Training-Programm, kann man sagen. Ja, du bist in so quasi diese geschlossene Gesellschaft und du arbeitest mit viele tolle Künstler und tolle Leute und aber so ein Programm existiert überhaupt nicht ohne diese finanzielle Unterstützung von diesen Leuten. Und ja, es ist genau wie was wie ein Grant oder auch andere Stipendien in Deutschland, was es gibt viele, in Australien nicht so viel. Die viele Opernhäuser, die brauchen diese finanzielle Unterstützung von Leuten, nicht nur vom Staat. Ja. Ja. Genau, und dann waren Sie ja von 2014 bis 16 schon Mitglied der Victorian Opera in Melbourne. Das haben Sie auch schon mal erwähnt vorhin. Haben Sie etwa 10 Partien übernommen und haben auch Opern vor Grund- und Oberstufenschülern aufgeführt. Wie kann man sich denn erstens die Zeit vorstellen und wie war es denn jetzt vor Kindern zum Beispiel und vor Jugendlichen Opern aufzuführen? Ja, wir waren damals immer unterwegs. Wir hatten so eine große Tournee durch Victoria und New South Wales gemacht. Die sind so zwei große Städte in Australien. Und jeden Tag immer eine andere Schule oder ein anderes Dorf oder andere Stadtteil solche Stücke aufgeführt. Saint-Trion zum Beispiel und eine neue Komposition von unserer ehemaligen künstlerischen Leiter, der Richard Mills. Und ja, also es war eine total interessante Erfahrung, so jeden Tag unterwegs zu sein, ein Stück zu spielen und dann nächsten Tag immer noch das gleiche Stück, aber in eine andere Umgebung, in ein anderes Theater oder manchmal nicht in einem Theater, manchmal in einer Halle oder einer Fabrik oder also muss man gut irgendwie in der Zeit immer gut adaptieren und sehr entspannt sein. Und für Kinder zu spielen, das ist immer großartig. Wir haben auch im Coburg immer für Kinder gespielt, solche Sachen. Und ich finde, was schön bei Schultheater oder für Schulen zu spielen ist, man hat die Möglichkeit, die Interesse von den Kindern zu wecken. Ja. Und die meisten sagen nach einer Vorstellung, oh, das war super laut oder das war interessant, wie der das gemacht hat. Also die Reaktionen sind so ehrlich und das ist, was ich toll finde beim Kindern. Die sagen einfach, was sie erlebt haben
Es ist Ja, gar genau. keine große Kunst oder keine Kritik oder große Beschreibung. Und ich habe damals auch gedacht, ja, wir haben immer noch, wir können immer noch ein gutes Publikum kultivieren. Es ist eine Art davon und es ist die richtige Art, glaube ich. Ja. Genau, das ist eine gute Heranführung für die Kinder Ja, und Jugendlichen dann. absolut. Ja. Ja. War das eigentlich sowas wie ein Tourneetheater, wenn Sie berichten, Sie waren da immer in anderen Städten und anderen Schulen und so weiter unterwegs? Ja, also es war, wir waren ja so Victorian Opera Company und wir haben in Melbourne immer gespielt in verschiedene Opernhäuser. Aber ganze Programm war so gebaut, dass wir als Geschäft, wir gehen als Team hin und her und wir spielen die Sachen, was wir auch in Melbourne gespielt haben. Also gar kein Tourneetheater, aber das ist auch ein wichtiger Teil des Theaters. Ja. Daniel Carrison singt nun für uns in Youth Painting Slave aus Stravinskys Viregs Progress. Ja, genau. Und dann haben sie auch noch viele Preise gewonnen bei vielen Gesangswettbewerben. Ich kann ja mal beispielhaft erwähnen, 2014 war es der erste Preis im Royal Melbourne Philharmonic Gesangswettbewerb. Und im gleichen Jahr gewann sie ja noch einen Preis in der Live-Radio-Performance-Serie The Talent. Und waren 2018 Preisträger dann beim German Australian Opera Grand. Welche Auswirkungen hatte denn das zum Beispiel auf ihre Karriere? Jetzt können wir mal die einzelnen Wettbewerbe so ein bisschen durchgehen. Ja, ich meine, diese Royal Melbourne Philharmonic Wettbewerb, der Talent Wettbewerb, die waren sehr wichtig für mich, weil die haben mich quasi als Künstler in Melbourne etabliert. Ich habe durch diese Wettbewerbe viele wichtige Leute kennengelernt und die Leute auch haben mich ein bisschen kennengelernt und meine Leistung erlebt. Und das war damals sehr wichtig, ja, dass die Leute halt wissen, ja, du bist da, du existierst und ja, das ist halt in so einer kleine Kunststadt wie in Melbourne auch wichtig, weil es gibt viele, viele Möglichkeiten, Konzerten zu machen, aber du musst halt bekannt sein. Und das war sehr wichtig damals. Und diese German Australian Opera Grand war quasi der wichtigste Wettbewerb, was es gibt für einen jungen Sänger oder Sänger. Das ist ein Jahr Stipendium und ein Jahr Vertrag am Hessisches Staatstheater in Wiesbaden. Und das war für mich quasi mein Fuß in der Tür, sozusagen, weil ich konnte dann eigentlich nach Deutschland ziehen und ich kriegte sofort ein Visum und ich konnte so anfangen, eine Karriere zu bauen. Und also ohne diesen Wettbewerb, ehrlich gesagt, ist es unwahrscheinlich, dass ich überhaupt eine Karriere in Europa geschafft habe. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, ja. So ein guter Wettbewerb, dann eine gute Möglichkeit, irgendwo Fuß zu fassen auch. Ja, es ist sehr, sehr wichtig, diese Wettbewerb. Mein damaliger Lehrer, der Peter Mende, ist auch also der ist auch Teil dieser ganzen Jury. Und weil der auch in Deutschland gearbeitet, diese ganze Jury sind von ehemaliger Sänger und Sängern, die in Deutschland gearbeitet hatte. Und der hat mir immer gesagt, ja,
wenn du eine Karriere bauen willst, dann musst du halt nach Deutschland. Und wenn du so viel Lied singen möchtest, dann musst du auch nach Deutschland halt. Also es ist halt so. Und ich habe im 2000, muss es sein, 2015 teilgenommen in diesem Wettbewerb. Ich habe nicht gewonnen. Ich war immer noch ein bisschen zu jung vielleicht. Aber ich habe mich sehr, sehr gut präsentiert. Und dann 2 Jahre später habe ich mich nochmal für diesen Wettbewerb beworben und habe es gewonnen. Also es war eine gute Entwicklung. Und die Leute haben das auch gemerkt, dass in diese 2 Jahre die Stimme ist viel weiter gekommen. Ganze Präsentation war viel besser. Und die haben auch entschieden, ja, jetzt ist er quasi bereit für die deutsche Bühne. Ja. Genau, 2018 bis 2020 waren Sie ja dann in Wiesbaden. Genau, Da war ja auch das Debüt ein bisschen besonders. Das war ja ein Einspringen dann in Don Giovanni. Wie haben Sie denn das erlebt? Es war ja so gar nicht geplant, dass Sie so plötzlich da in diese Produktion einspringen müssen. nein, überhaupt nicht geplant. Ich war immer noch ein bisschen erschöpft wegen dem ganzen Jetlag, weil ein Flug von Australien nach Deutschland ist 24 Stunden. Es ist die Beine entfernt. Das War ist schwer. nicht so lange da im Wiesbaden. Und ich habe natürlich diese Rolle der Masetto in Don Giovanni schon gut vorbereitet in Australien. Ich habe alle meine Partien schon in Australien vorbereitet vor der kommenden Spielzeit. Und ich glaube, als ich gut erinnere, wir waren schon in der Vorprobe für die Meistersänger von Nürnberg auf der Probebühne und die damalige Castingdirektor ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, unsere Kollege ist leider krank. Kannst du oder könntest du vielleicht das Partie übernehmen? Und ich habe gedacht, ja, warum nicht dann? Also jetzt ist eine perfekte Chance. Also man hört immer von dieser Geschichte, wo man ganz plötzlich eingesprungen ist und dann es über Nacht Erfolg Ja, kriegt. Ich hab damals nicht gedacht, ja, jetzt fängt mein große Karriere an, aber jetzt ist mindestens eine sehr, sehr gute Chance, die Leute zu überzeugen und zu sagen, ja, ich bin hier, schau mal, was ich kann mit so wenig Zeit. Und man muss auch sagen, der Masetto ist gar keine unwichtige Partie in Don Giovanni. Es ist nicht so mega groß wie der Giovanni oder Leporello, aber es ist halt wichtig. Und ja, in weniger als 24 Stunden haben wir das geschafft. Mit Schneiderei, mit kurzer musikalischer Probe, mit Dirigent und kurze Verständigung auf der Bühne und so und so und so. Und ja, das hat mega viel Spaß gemacht. Es war ein großer Erfolg. Und ich bin immer dankbar, dass ich ja gesagt habe, weil dann habe ich die Leute quasi überzeugt und die haben sofort gemerkt, ja, der kann schon was, der ist zuverlässig und entspannt und wir haben eine richtige professionelle junge Sänger bekommen durch diese Opera Grant, ja. Genau, und sie haben gleich die Produktion retten können, sonst wäre es ja vielleicht gar nicht Ja. zur Aufführung gekommen. Das ist ja auch wichtig. Ja, und das Gefühl, wenn ein Theater in so einer Krise ist, dass man immer Ja sagen kann und das ist für mich oder dass die Leute denken, das ist für sich nichts. Ja, der kann das schaffen, der kann die Vorstellung retten und es ist ohne große Stress, ohne große Panik ist alles gut. Und es ist auch gut für die Kollegen, weil die merken, ja, die Vorstellung geht ohne Stress, es kann nicht schief gehen. Und Wie war die Zeit überhaupt sonst so in Wiesbaden? Gab es da ältere Kolleginnen und Kollegen, die sich vielleicht Ihnen mit Ratschlägen oder Tipps angenommen haben oder die man mal so fragen konnte? ja, also damals für mich war ein sehr, sehr wichtiger Kollege, war der Kammersänger Thomas de Vries, der ist auch Bariton am Haus und der hat immer so der richtige heftige Sachen gesungen, wie der Scapia und der Deckmesser und so und so. Und der war für mich quasi wie mein Vorbild am Theater, weil der hat so schon eine richtige gute Karriere geschafft. Der ist ein toller Schauspieler und toller Sänger gleichzeitig. Der verkörpert großartig. Und ich habe mir gedacht, ja, so gut singen und schauspielen möchte ich auch. Und der hat mich immer gut unterstützt. Der hat mir auch erzählt, ja, also du bist hier im Haus noch junger Sänger, aber es ist klar, du bist viel zu gut für die Sachen, was du gerade machst. Aber mach dir gar keinen Kopf, deine Zeit kommt.
Und ich verstehe deinen Frust manchmal, ja, als junger Sänger, der richtig bereit ist, aber kriegt nicht sofort die Rollen. Und ja, der war für mich, also in dieser schwierigen Zeitpunkt, wo man mehr machen möchte, aber kriegt die Rollen nicht, sehr wichtig als Mentor und Unterstützer. Der war für mich ja super wichtig. Und haben Sie ihn immer noch heute als Mentor oder ist die Verbindung ein bisschen abgebrochen, dadurch, dass Sie jetzt nach Polen gegangen sind? Ein bisschen abgebrochen. Wir sind halt in andere Städte und er arbeitet immer noch in Wiesbaden und ich in Coburg, aber ich verfolge immer seine Sache, was ich sehe auf Social Media, und ich freue mich immer, wenn ich sehe, was er singt. Und wenn er singt, so große Partien, ich bin mir sicher, dass er macht das super toll. Und ja, das Theater kann sehr, sehr glücklich sein, so einen tollen Kollegen zu haben. Ja. Ja. Dann haben Sie ja 2020 gewechselt ans Landestheater Coburg. Wie kam es dann erstmal dazu und wie ist dort die Kollegialität so am Haus? Gibt es da auch Unterstützung gegenseitig oder so? Ja, also wie gesagt, in Wiesbaden, ich habe viel gesungen, aber ich hatte immer das Gefühl, ich bin für größere Partien schon bereit. Und deshalb habe ich mich entschieden, vielleicht wäre es besser, in ein kleineres Haus zu sein, wo ich richtige große Sachen machen kann. Und dann vielleicht später wieder in einem Staatstheater oder was Ähnliches einsteigen. Und deswegen habe ich mich, ich habe im Coburg vorgesungen und es lief richtig gut. Und ich habe, Gott sei Dank, ganz kurz vor der ganzen Corona-Pandemie einen Vertrag bekommen, einen Festvertrag. Das heißt, ich war quasi safe während der ganzen Sehr Stress. wichtig. Ja, das war super, super wichtig. Und ich bin immer noch dankbar dafür. Aber der erste Spielzeit, wie überall, war sehr schwierig. Ich habe fast gar nichts gemacht. Ja, also stell mal vor, du bist in einen Neustart angezogen und du hast ja richtige große Partien zu singen, aber dann fällt alle die Vorstellungen, Produktionen aus. Es ist ja schwierig, aber schlimmer könnte es geworden sein. Also ich hatte immer Geld, ich hatte immer Stabilität. Und jetzt, seit alles wieder angefangen ist, also wir können richtig wieder gut spielen und die ganze Kollegialität im Coburg ist mega schön. Ich habe das Gefühl manchmal, ich bin so ein großer Fisch in ein großer Fisch hier, nicht wie es in Wiesbaden damals war, aber unsere Kolleginnen und Kollegen sind sehr mega nett. Wir haben eine sehr schöne Atmosphäre im Ensemble und es macht immer Spaß, zusammenzuarbeiten. Und das ist gut. Es ist, ja, in großen Häusern, es gibt viel Stress, es ist immer viel los. Und ich habe das Gefühl, in Coburg, zwischen uns und im Ensemble, wir verstehen uns ganz gut, wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Und weil wir ein kleineres Haus sind, wir haben nicht so viele Gäste immer, ja. Das heißt, wenn wir bauen von Produktion zu Produktion, wir bauen was Neues immer zusammen. Und das heißt, wir haben dann wir müssen ein richtig gutes Bühnenverhältnis haben und wir müssen zusammen immer kreativ sein, und das finde ich gut. Es Man ist sieht schön. sich ja auch dann jeden Tag, man kann sich ja auch nicht ausweichen oder so, da ist Genau. das wichtig. Genau. Dann waren Sie ja von 2014 bis 18 freischaffend und ab 2018 im Festengagement. Was sind denn für Sie die Vor- und Nachteile der Freischaffenheit gegenüber dem Festengagement oder gibt es welche? Wie würden Sie das einschätzen? Ja, als Festsänger ist es klar, man kriegt so Geld und hat Sicherheit und Stabilität und kriegt immer so, jedes Jahr kriegt man ein Kriegsrepertoire, das heißt, man bleibt immer in Beschäftigung, ja. Wenn man als Freischaffender arbeitet, ist es ein bisschen anders. Ist manchmal gut, man hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit für sich, kann die Sachen lernen, was man will, aber es ist auch schwierig, weil man kriegt nicht von, es ist nicht so Vertrag zu Vertrag Arbeit. Es ist ein bisschen zu unsicher manchmal. Und ich habe das Gefühl, manchmal muss man einfach Ja sagen zu jedem Angebot, weil man ist nicht so reich zu sagen, ja, ich kann zu dem Nein sagen, dem sagen, ich mache nur die Sachen, was ich machen möchte. Das ist, was schwierig ist, ich glaube. Ein freischaffender Karriere ist vielleicht sehr, sehr schön, wenn man vielleicht super berühmt ist Ja.
Und wird ständig gebucht, nur für die interessanten Sachen. Aber als Freischaffender ist es schon schwieriger. Ja. Ja. Hat eben beides Vor- und Nachteile, wie Sie auch schon Ja, klar. zusammengefasst Ich haben. meine, Genau. auch als Freischaffender hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Man kann auch ganz spontan sagen, ja, ich mache das oder ja, ich gastiere für die nächsten 6 Wochen da bei denen. Als Festsänger, du bist an dem Start oder an dem Haus, wo du beschäftigt bist, also gebunden. Und du kommst nicht so leicht raus. Ja. Und 6 Wochen ist schon viel Zeit. Und es passiert nicht so oft, dass du hast so ein Loch, wo du da in deinem Stadt gastieren kannst. Also Ja. man kann seltener gastieren, als wenn man freischaffend wäre, natürlich. Ja, man kann viel einspringen, aber gastieren ist schon schwieriger. Ja. Aber einspringen geht, das ist ja auch schon mal ganz gut. Da Ja, lernt das man ist ja auch echt. neue Theater kennen und die lernen einen auch kennen und so. Absolut, das ist mega wichtig. Ja. Genau, Ja. dann singen Sie ja auch noch neben Opernpartien. Wir haben schon gehört, Don Giovanni singen Sie beispielsweise. Auch Operette, so Prinz Sergius, Wladimir in der Zirkusprinzessin oder Musical wie Fred Graham in Kiss Me, Kate. Und geben ja auch Liederabende und Konzerte. Wie gelingt Ihnen denn erstens der Spagat zwischen diesen unterschiedlichen Gattungen? Und was ist für Sie der Reiz in dieser Vielfältigkeit? Es wird nie langweilig. Ich mache Ja, so klar. viele verschiedene Sachen. Und was ich schön finde, ist, wegen dieser ganzen Spagat, ich habe immer die Möglichkeit, was Neues zu entdecken, was Neues zu präsentieren. Und als Sänger im Operette oder Schauspieler im Operette oder Musical oder wie eine Hauptrolle wie Giovanni, ich kann immer eine andere Seite, die Leute eine andere Seite von mir zeigen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du nicht so ein, wie ich schon gesagt habe, es ist wichtig, nicht so ein einseitiger oder zweiseitiger Mensch zu sein. Du musst in diesem Beruf sehr zuverlässig sein, aber du musst halt mehr, du musst bleiben so interessant wie möglich als Künstler, ja. Und ich finde, als Opernsänger, was ich immer erinnere muss, ist, dass ich muss immer mit meiner Stimme singen. Also egal, wenn ich mache ein Musical, dann halt, muss ich halt mit meiner Technik singen. Und wenn ich in Giovanni, dann ist es halt so. Und wenn ich ein Schauspielpartie wie in der Sergius Wladimir im Zirkus Prinzessin spielen, dann muss ich auch halt einen Weg finden, also dass ich immer so eine Basis habe. Und das ist der große Herausforderung. Auch wenn man die Sachen gleichzeitig spielen muss. Zum Beispiel, ich mache gerade Vater in Hänsel und Gretel und Fred Graham in Kiss Me, Kate und kommt sofort jetzt John Giovanni. Drei verschiedene Sachen, deutsche Sprache, also deutsche Sprache und dann ein Musicalstück und dann ein Mozartstück. Man muss irgendwie einen Weg finden, dass das alles zusammen gut passt, dass du kannst von Abend zu Abend die Stücke machen ohne großen Stress, dass das alles funktioniert, körperlich, stimmlich und ja. Und ist es dann noch hintereinander weg, an einem Abend das, am nächsten Abend das andere und so, oder ist da wenigstens ein bisschen Pause dazwischen, dass man sich umstellen kann? Ja, also diese Spielzeit haben wir manchmal, ich glaube, es passiert dreimal, ich habe ein Kiss Me, Kate und dann am nächsten Tag muss ich der Giovanni singen. Also das ist schon, im Kopf habe ich das schon gemerkt, das wird eine Herausforderung, weil der Fred Graham ist so ein heftige Schauspielpartie. Das ist anstrengend zu spielen, körperlich, stimmlich. Aber eine schöne Herausforderung ist zu finden, wie soll man das einstellen, dass man diese Partie an einem Abend singen kann und den nächsten Tag singen kann, dass alles gesund ist, dass die Stimme noch funktioniert. Und ja, das wird eine interessante Erfahrung. Das Ja. glaube ich. Das ist dann gar nicht Ja. so einfach, sich da umzustellen dann auch. Nein, überhaupt nicht, ja. Dann kommen wir jetzt mal zur Regie. Sie singen ja in konventionellen Aufführungen, aber auch in modernen Regietheatervorführungen. Wie meinen Sie denn, wie inszeniert man eine Oper oder Operette so, dass sie den Sängerinnen und Sängern Unterstützung bei der Verkörperung der Partien bietet, dann ihr Publikum auch beim Verständnis für das Werk hilft,
aber ohne dass die Musik in den Hintergrund gerät. Was meinen Sie, wie würden Sie da rangehen zum Beispiel? Ja, es ist schwierig heutzutage, aber ich glaube, es muss halt so bleiben, wie auch immer. Also die Geschichte muss immer die Priorität haben. Ganze Inhalt ist das Wichtigste in meinem Stück. Man muss immer versuchen, die Geschichte zu erzählen und nicht das Konzept. Heutzutage hat man das Gefühl, dass die Leute werden die Stücke immer ändern, dass es passt zu einem Konzept, dass es passt zu einer Idee, was vielleicht manchmal gar nichts mit dem ganzen Stück zu tun hat. Und für mich nämlich als Schauspieler, ich will immer versuchen, was Ehrliches zu spielen, was real ist. Und wenn wir gehen immer nach der Richtung, die Geschichte, dann können wir das gut schaffen. Aber wenn man versucht, so die Stücke zu ändern, dass es passt zu einer coole Idee, was man für cool hält, dann wird es schwierig. Und ich glaube, das ist für das Publikum wichtig. In meisten Fällen ist die Musik so gut komponiert und so gut geschrieben, dass wir brauchen gar keinen Special Effects oder andere Arten von Ablenkungen, die Leute zu verwirren. Einfach die Geschichte erzählen und die Musik erzählt auch noch viel. Und das ist, was ich finde, das Wichtige ist bei Personenregie. Wir müssen immer versuchen, als Darsteller und Darstellerin interessante Menschen zu bauen, interessante Beziehungen auf die Bühne zu erzählen. Und das ist schon oft genug. Ja, es ist oft genug. Wenn eine Partie gut gespielt und gut gesungen ist und gut verkörpert, das ist schon alles, was ein Publikum braucht. Und mehr ist mehr oder weniger Ablenkung oder ja, nur Konzept. Und das finde ich manchmal schade. Es geht nach diese ganze Idiom, weniger ist immer mehr, will ich sagen. Ja. Ja, das stimmt. Sonst geht vielleicht die Musik auch ein bisschen unter und die Handlung auch, wenn da so viel drumherum noch ist, vielleicht noch Video und dann passiert noch irgendwas anderes und kommen vielleicht noch irgendwelche stummen Personen hinzu, die es gar nicht gibt oder so. Dann geht es vielleicht Ja. wirklich ein bisschen unter. Ja, ich glaube, wir müssen alle als Musiker und Schauspieler, wir müssen immer die Musik erstmal hören und merken, wie der Komponist oder die Komponistin die Geschichte erzählt mit der Musik. Es ist gar kein Wunder. Viele gute Komponisten haben großartige Geschichte erzählt mit Musik. Deswegen sind sie so berühmt geworden. Der Mozart hat das immer gut geschafft. Musik erzählt immer eine Geschichte. Und der Puccini und der Verdi auch. Also alle diese Komponisten. Deswegen haben sie so viel Erfolg gehabt. Ja. Und das Ja. Publikum kommt ja auch oft wegen der Musik schon allein in die Oper, weil sie die Ja. unbedingt hören wollen und darauf Ja. warten schon. Genau. Okay. Ja. Und wie meinen Sie, muss der Regisseur mit den Darstellern umgehen, dass die sich auch gut reinfinden können? Gibt es da auch Besonderheiten, wo man sich besser hineinfühlen kann oder so oder besser mit der Regie klarkommt? Im Proben? Ja, also wichtig, auch wenn ein Regisseurin ein Konzept hat, dass die Darsteller die Möglichkeit haben, ihre Meinung auch zu sagen und zu erwähnen. Und man hat das Gefühl, das ist gar kein geschlossener eine Proberaum mit einfach einem Konzept und man darf gar nichts sagen oder nichts anderes versuchen. Das ist sehr wichtig, dass es eine Zusammenarbeit ist. Und dass der Darsteller darf auch Vorschläge machen und darf auch immer sagen, was für ihn oder für sie gut passt oder nicht gut passt. Und wir finden immer einen Kompromiss. Das ist halt wichtig. Und das ist, wenn das so funktioniert, ist die ganze Arbeitsatmosphäre sehr, sehr gut und kann man was Schönes bauen. Und man ist dann entspannter und dann kommt die Ideen und die ganze kreative Prozess funktioniert viel besser. Und also die Ideen fließen einfach, finde ich. Ja. Man hat das Gefühl, man muss einfach spielen oder verkörpern, genau was der Regisseur will, dann ist das halt schwierig. Ja. Hat man das Gefühl, wir machen gar keine Kunst, wir formulieren alles Ja, das muss nur wie. nachmachen. Ja, genau. Ja. Also ebenbürtig wäre besser, wenn beide auf dem gleichen Niveau sind, beide haben was zu sagen, könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, Wenn die ja, ja. Zusammenarbeit auch schöner ist miteinander. Total, total, Genau. ja. Und welche Partien verkörpern Sie 2024? In welche weiteren Projekte machen Sie noch so? Bis zum Sommer habe ich immer noch eine letzte Vorstellung von der Vater, Hänsel und Gretel, am 3. März. Und der Fred Graham spiele ich bis zum Ende dieser Spielzeit. Letzte Vorstellung wird 16., 15., glaube ich, Juli. Und der Don Giovanni auch. Das spielen wir ab 11. Mai ist die Premiere und dann spielen wir bis zum Ende der Spielzeit. Das war also 15. Juli ist Kiss Me Kate und dann am 16. ist Don Giovanni. Also es ist ein Beispiel von dieser Ja. wahnsinnigen Doppelabend. Ja. Und in der nächsten Spielzeit habe ich viele schöne klassische Sachen zu singen. Ich freue mich total. Und das können wir vielleicht in den nächsten Monat irgendwann veröffentlichen. Immer noch in dieser Spielzeit habe ich ein sehr, sehr schönes Liedprogramm mit meinen Kollegen hier im Haus, die Francesca Parvatori. Wir machen einen Schumann-Abend. Sie wird die Frauenliebe und Leben singen und ich die Dichteliebe. Und dann machen wir zum Schluss so fünf oder sechs Duette vom Schumann. So, es wird ein hervorragender Abend mit viel schöner Musik. Und dann im Mai, ich gehe mit meinem Liedpartner Roderick Britton, wir fahren nach Oxford, wo wir geben ein großartiges Konzert von englischer Liedmusik. Also einiges, was Sie vorhaben. Ja. Wann wird denn der Schumann-Liederabend sein, von dem Sie gesprochen haben? Steht das schon fest inzwischen? Noch nichts fest, aber wird bestimmt im Juni sein. Es ist ein bisschen schwierig im Moment, weil im Haus wir haben so viel los Ja. und unsere Chorrepetitor sind voll beschäftigt mit Götterdämmerung im Moment, was im März trainiert wird. Und ja, aber im Juni auf jeden Fall Dann in präsentieren wir. Coburg wahrscheinlich. Ja, Ja. ja, auf jeden Fall. Genau. Und gibt es denn eigentlich auch Rollendebüts jetzt? In dieser Spielzeit gab es da schon Rollendebüts? Und wie bereiten Sie sich eigentlich auf eine neue Partie vor? Wie gehen Sie da so vor, bis es dann auf die Bühne kommt irgendwann? Der Giovanni ist auch ein Rollendebüt. Ich habe viele Sachen im Konzert gesungen, aber die ganze Rolle auf der Bühne noch nicht gesungen. Ganze Vorbereitung habe ich schon im Februar letztes Jahr angefangen, weil ich habe bemerkt, es ist so eine große Partie, so eine wichtige Partie und es ist so viel zu lernen. Nicht nur die Noten und Text, aber man muss halt bei so einem komplizierten Stück wie jedes Da Ponte-Stück, muss man ganze Geschichte wissen, muss man jede andere Figur verstehen und muss mit diesem Stück in den Proberaum reinkommen, mit guten Ideen und schon eine interessante Perspektive kommen, etwas Interessantes anzubieten. Und ich habe im Februar schon angefangen mit Textlernen, einfach ohne Musik. Es ist für mich immer wichtig, am Anfang ohne die Musik das ganze Text zu lernen. Sonst ist alles ein bisschen gemischt und man hat das Gefühl, man lernt nur das Text durch die Musik, nicht einfach, hat gar keinen Vibe zu der ganzen Geschichte. Und ja, also so ein Prozess für mich. Also ich mache ein bisschen Lernen bei Giovanni und dann eine kurze Pause und dann immer noch und dann Pause. Und diese Stopp und Start ist auch sehr wichtig für die ganze Verdauung des Rolls. Die Rolle muss immer eine Pause machen und dann mehr machen, dass man hat Zeit, andere Sachen zu entdecken später. Und ja. Wie geht's dann im Probenprozess weiter, bis es auf die Bühne kommt, bis die Premiere naht? Dann kommen erstmal sicher noch die Bühnenproben, die szenischen Proben und so weiter, Orchesterproben. Ja, also wir warten immer noch auf ein Konzept. Wir werden im April anfangen mit ganzer Probezeit und bin ganz gespannt zu sehen, was es gibt für ein Konzept für diese Giovanni. So ein Stück ist so oft gespielt und man hat das Gefühl, man muss immer was Neues anbieten oder was anderes anbieten. Ja, wie jede Sänger kann nur so gut sich so gut vorbereiten wie möglich. Also
Und dann halt versuchen, mit meinem Ganzen, was ich schon gelernt habe, zu adaptieren oder dass meine ganze Perspektive und Gedanke funktioniert in diese Inszenierung. Ja. Ja, und es entwickelt sich auch immer noch während der ganzen Probezeit und auch auf der Bühne, weil das ist auch das ist eine andere Erfahrung. Und mit anderen Kollegen zu arbeiten. Also Giovanni und jeder der Ponte-Stück ist so ein Stück, es braucht viel Personenregie. Die müssen ein gutes Verhältnis mit anderen Kollegen haben. Der Giovanni vor allem, der hat so verrückte Beziehungen mit diese drei Frauen. Und es wird interessant zu sehen, wie das entwickelt. Ja, besonders mit die Donna Elvira. Ja. Es ist vielleicht die wichtigste Beziehung zwischen zwei Figuren im Stück. Ja. Was fasziniert Sie überhaupt an Oper und Operette? Was ist das, was Sie immer wieder antreibt, das machen zu wollen oder was Ihnen den Spaß macht daran? Ja, also beim Oper und Operette ist genau das, was Film oder Schauspiel mich fasziniert. Also, wir haben immer diese Möglichkeit, interessante, komplizierte Figuren zu spielen. Das ist was ich großartig finde. Wir können jeden Abend eine andere Mensch oder andere Menschen spielen. Und wir lernen auch sehr viel über uns selbst durch diese Partien. Das ist was cool ist. Und bekannterweise, wir können durch eine Rolle merken, oh Gott, das geht das auch in mir oder ja. Und das finde ich, es gibt in kein anderer Beruf so eine Erfahrung, wo man muss immer hat die Möglichkeit immer durch deine Arbeit so reflektiv zu sein. Und auch was Besonderes mit Oper und Operette ist, dass die Geschichte ist gemischt mit Musik. Und was im Film oder Schauspiel nicht immer der Fall ist. Und wir haben so viel andere Mittel, eine Geschichte zu erzählen. Und ja, es ist richtig ein Geschenk für einen Schauspieler, ja, mit so vielen Mitteln zu spielen. Ja. Genau, sind ja eigentlich alle Künste fast beteiligt. Von Ja. Musik über darstellende Künste, über Bühnenbild und so weiter. Alles Genau. Mögliche dabei. Alles Mögliche, Und ja. sicher ist Und ja auch jede Vorstellung wieder anders. Und das macht auch den Reiz sicher aus, immer ein ja. bisschen anders zu spielen wieder. Genau, gell? Es ist ein Live-Erlebnis jeder Abend. Und jeder Abend, also für mich ist es immer richtig, es muss nicht jeder Abend immer dasselbe machen. Das kann nicht sein. Dann ist es so robotisch oder zu steif. Und das ist was ich mag beim Live-Theater ist, man hat immer das Gefühl, was Neues zu entdecken während der Vorstellung, während der ganzen Performance. Und ja, wenn man hat das Gefühl, es ist ein bisschen anders heute, dann spielt man das vielleicht ein bisschen anders. Und das Publikum kriegt immer was Neues. Man kann in 14 Vorstellungen von einem Stück hineingehen und wird immer für mich eine andere Fred Graham erleben, zum Beispiel, Ja, oder ein anderer Giovanni an das dem Abend. Schöne denn, ja, da kann man wirklich öfter kommen und man erlebt immer wieder ein bisschen was anderes. Ja, Genau, ja, als wenn man in einen Film gehen würde, der immer wieder gleich abgespielt wird. ja. Genau, jetzt kommen wir mal zum Lied. Das machen Sie ja sehr gerne. Sie widmen sich ja sehr dem Kunstlied. Singen zum Beispiel Schumanns Dichterliebe, haben wir schon gehört, oder Schuberts Winterreise und Schöne Müllerin. Dann singen Sie auch Maurice Ravel und viel englisches Repertoire, zum Beispiel Gerald Finzi oder George Butterworth. Was ist denn für Sie das Besondere am Lied singen und wie wählen Sie das Programm dafür aus? Wie gehen Sie da vor? Ich glaube, das Besondere an Lied singen ist, dass das Beziehung zwischen Musiker oder Musikerinnen und in meinem Fall zwischen dem Sänger und der Pianist oder die Pianistin. Also wir sind so eng, wir müssen so eng zusammenarbeiten und wir müssen quasi wir gehen in Richtung der innigste Musik und innigste Gedanke und Gefühle und wir müssen irgendwie zusammen klarkommen. Und das heißt, wir müssen halt, wenn man sagen auf Englisch vulnerable sein, wir müssen hat das Gefühl, dass ja, wir können hier alles rauslassen und wir spüren und wir fühlen alles zusammen. Ja, und das ist was Besonderes ist beim Lied oder Kammermusik. Es ist die innigste Musik, meiner Meinung nach, was es gibt. Weil es ist auch gar kein großes Spektakel, ja.
Es ist ohne eine große Bühne oder große Orchester, Kostüme, Bühnenbild, alles. Es ist sehr, sehr innig. Für mich als innerlicher Mensch, der viel Gefühle hat als Künstler, ich finde, es ist auch manchmal schön, so immer kleiner zu spielen, ja, und die Leute einfach hineinzusehen. Wegen Repertoire, das ist es ist manchmal ist abhängig vom Publikum. Wenn ich zum Beispiel ein Liedprogramm im Coburg bauen möchte, dann würde ich dann die Sachen, die würden halt die Sachen spielen, was die Leute vielleicht kennen oder was für die Leute bestimmt gefallen. Nicht immer so die unbekannte oder komische Sachen. Zum Beispiel, wenn man macht ein Liederabend für eine Liedergesellschaft zum Beispiel, dann hat man vielleicht mehr Möglichkeiten, andere Sachen, mehr unbekannte Sachen zu spielen. Deswegen diese Schumann-Abend, wir spielen so die Sachen vom Schumann, die ziemlich bekannt sind, die Sachen mit ein paar Lieder, die man bestimmt kennen würde. Aber eben auch in diese Konzerte in Oxford zum Beispiel, wir würden so ein Programm bauen, das es gibt immer ein bisschen für jede. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass die Leute können, dass die Musik greifen und gut verstehen und dass es nicht zu steif ist. Das ist auch wichtig für einen Liedabend. Manchmal hat man das Gefühl, es ist so steif und ein bisschen unentspannt und zu innig. Ja, das kann auch manchmal der Fall sein. Ich glaube, es liegt an Repertoire und der ganzen Persönlichkeit der Menschen, die singen und spielen. Und kombinieren Sie manchmal auch bekannte Werke dann mit ein paar unbekannten Werken, die Sie so mit ein bisschen reinbringen, dass die Leute die vielleicht kennenlernen können dadurch? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oder vielleicht manchmal ein paar berühmte Sachen von einem Komponist und dann unbekannte Sachen Ja, von genau. gleichen Komponisten. Also sie sehen, ja, es gibt das und das und das, aber der hat auch das geschrieben und das ist auch gut und das hat auch seinen Platz in dem ganzen Repertoire. Es gehört zum Repertoire. Oder vielleicht was Bekanntes spielen und dann was total Unbekanntes spielen und dann hat man vielleicht die Interesse des Publikums geweckt. Genau, das kann ja sein, ja. Dann singen die da manchmal auch australische Komponisten, damit könnte man das ja genauso machen, die könnte man ja so ein bisschen mit reinbringen. Ja, das würde ich gerne machen, aber das habe ich nicht so oft vor im Repertoire, weil es ist oft viel zu unbekannt und ich muss auch sagen, ich bin mehr fasziniert von deutsche Repertoire und französischem Repertoire. Das war für mich immer am wichtigsten. Aber es gibt bestimmt viel australische Lieder, aber das kommt nicht so oft im Repertoire. Ja. Aber Sie machen ja auch ein Projekt, das erwähne ich gleich mal. Da könnte man das ja zum Beispiel so ein bisschen mit einbauen. Das machen Ja. Sie ja gemeinsam mit dem walisischen Pianisten Rodri Britten. Und das gründeten Sie 2020. Und das Projekt heißt ja The Second Golden Age, ist beim Deutschen Musikrat. Und das beschäftigt sich ja mit englischen Komponisten von 1870 bis 1940, die aber zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind. Wie kamen Sie denn erstmal auf dieses Thema? Und Sie wollen ja damit auch das englische Lied wiederbeleben. Wie haben Sie sich das vorgestellt? Wie kann das vonstatten gehen, sozusagen? Ja, Rodri und ich, wir haben uns in Wiesbaden kennengelernt. Wir haben zusammen ein Konzert gegeben von englischer Musik an der Kirche. Also als ich nach Coburg gezogen bin, haben wir immer gedacht, ja, wie sollen wir weiterarbeiten? Wir stehen uns gut, wir kommen ganz gut klar, wir machen gute Musik zusammen. Aber dann kam Corona und war alles dann halt viel schwieriger geworden. Aber dann haben wir gedacht, ja, durch Corona und während Corona können wir vielleicht ein Herzprojekt bauen. Und das war dieses Second Golden Age Programm, die durch den ganzen Deutsches Musikrat unterstützt worden ist. Ja, wir haben auch gedacht, ja klar, es gibt tolle Musik von deutschen Komponisten und österreichischen Komponisten, aber die englische Musik genau von der Zeit ist auch genial, schön, wundervoll, wunderbar und die meisten Leute kennen das nicht, auch im englischen Länder. Und das fanden wir schade, weil es gibt fast so viele gute Musik, die liegt einfach im Grab und wird
immer noch unentdeckt oder muss wieder entdeckt sein. Und ja, das war so halt das ganze Programm. Und wir wollten halt die Leute einfach zeigen, ja, Schubert und Schumann hat sehr, sehr schöne Musik geschrieben, aber hat auch der Gerald Finzi und der Vaughan Williams und der George Butterworth und Hubert Parry und diese Komponisten, die auch während der Zeit Musik geschrieben hatten, diese Musik ist auch wichtig und soll auch bekannt sein. Ja. Und Ja. allgemein ist es ja auch so, dass Liedgesang heute so ein bisschen mehr in den Hintergrund getreten ist, wie es früher war. Woran könnte denn das eigentlich liegen, dass jetzt Liederabende nicht mehr so häufig sind, dass weniger Sänger Liederabende geben? Früher war das ja doch gang und gäbe, hat das ja viele Sänger gemacht. Ja, genau. Also als ich Student war, habe ich immer bemerkt, mein Lieblingssänger und Sängerin haben immer Oper und Lieder zusammen gemacht. Wir haben eben Konzert gemacht. Also für mich war Simon Kinisey zum Beispiel oder Brent Taffel. Also als junger Sänger, ich war immer so beeindruckt von denen, weil die haben so gute Opernstimme, aber die haben immer so einen guten Greif zu Liedmusik. Und ich war immer, habe mir gedacht, das würde ich gerne machen. Aber heutzutage ist es ein bisschen nicht so, es ist völlig anders geworden. Lieder und Liedgesang ist leider so quasi eine Nische geworden. Es ist, wie gesagt, es ist gar kein großes Spektakel. Ja, es ist alles, was Oper anbietet, aber verkleinert. Ja, das mehr ähnlich. Und wenn ich das sagen darf, ich glaube, die Leute heutzutage, sind immer nach der Suche nach der nächsten Dopaminschuss. Und das ist genau, also Lied und Liedgesang und Kammermusik ist ganz im Gegenteil das. Es ist Musik für die Beschaulichkeit und für die Nachdenklichkeit. Und wir müssen als Künstler, aus Liedermacher und Macherinnen einen Weg finden, die Leute wieder hereinzuziehen. Aber dass die Musik immer am wichtigsten ist und nicht, dass wir versuchen, die ganze Kunst umzubringen in diesem Prozess. Ja, das muss immer Priorität sein, dass die Musik gut gespielt, gut gesungen, gut verkörpert ist. Aber wie können wir andere Leute ziehen? Und ich glaube, das hat ein bisschen mit anderen, vielleicht andere Abteilungen zu tun, mit vielleicht eine Zusammenarbeit mit Film oder mit anderer Kunst, mit Medien und so und so. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, ist, wir können in verschiedene Locations spielen. Das finde ich auch nicht übel. Zum Beispiel, wenn wir machen diese englische Konzert in Oxford, wir spielen in so einer großen Halle an der Universität da. Und da hat die Leute die Möglichkeit, einfach zu sitzen oder zu stehen, was zum Trinken. Und die ganze Atmosphäre dann wird entspannt. Und die Leute können die ganze Musikprogramm erleben und erfahren, wie sie wollen. Ja, und das finde ich ist wichtig. Es ist nicht steifes, ja, wir sitzen einfach in der Reihe und wir hören ein sehr, sehr schönes Liedprogramm. Nee, wir können das erleben, wie wir wollen. Und ja, das Lied wird immer so den kleine Kunst im Vergleich zur Oper und andere Sachen. Es wird nicht so groß wie ein Sinfoniekonzert sein, aber es muss auch nicht sein, glaube ich. Es ist, wie gesagt, ist die innigste Musik, was es gibt, und es kann so bleiben, aber so als Publikum hereinzusehen, zu ziehen, ist ja halt, wir müssen halt kreativ sein, glaube ich. Und vielleicht gibt es ja eine Zeit, wo es wieder mehr in den Blickpunkt dann gerät. Es war ja schon mal sehr im Blickpunkt. Ja. Doch eine schöne Form, schöne kleine Form, wie eine kleine Oper, wie Sie auch schon mal erwähnt haben. Genau. Was haben Sie denn noch für Projekte zu diesem englischen Komponisten? Also was wird es noch für Liederabende geben oder für andere Konzerte damit? Ja, wir haben, wie gesagt, im Mai, wir haben ein Konzert in Oxford und wir bauen so ein 2-Stunden-Programm mit Musik von diesen Komponisten, und das wird ein sehr, sehr schöner Abend sein. Schauen wir mal. Also es ist halt ein bisschen anstrengend und ein bisschen schwierig Ja, geworden, weil wir beide entfernt voneinander, Roger und ich, aber
Ich hoffe, in nächste paar Jahren, wir haben die Möglichkeit, öfter uns zu sehen und was zu präsentieren. Wir haben auch in Coburg ein Programm gespielt, was sehr, sehr gut lief, sehr, sehr gut. Und ja, schauen wir mal. Also es ist schon schwierig, mit deutscher Musik erfolgreich zu werden, mit englischer Musik schon schwieriger. Aber das hat seinen Platz und wir kümmern uns dran. Vielleicht kann man sowas auch mal im Foyer vom Theater machen. Manche Theater bieten das ja an, dass im kleinen Rahmen Konzerte stattfinden oder so. Ja, Oder absolut. damit mal tourt zwischen den verschiedenen Theatern oder sowas. Ja, Genau, gibt absolut. bestimmt viele Möglichkeiten. Ja. Wir hören nun Daniel Carason mit Avant de quitter ce lieu aus Gounods Faust. Ihn begleitet Nathan Harris am Klavier. Dann singen Sie ja auch noch Oratorien, zum Beispiel Brahms Ein deutsches Requiem stand auf Ihrer Webseite. Was ist denn für Sie das Besondere am Konzertsingen und der Unterschied zum Opernsingen? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied? Ja, finde ich auch, finde es gibt schon einen Unterschied. Als Solist in einem Oratoriumstück oder Konzertstück, du bist Solist, aber du bist quasi wie eine Verlängerung des Chors, eine Verlängerung des Orchesters. Du bist ein Mittel, die ganze Geschichte zu erzählen. Es ist nicht so wichtig. Also ich bin da, ich spiele der Figur. Halt du erzählst die Geschichte weiter. Und das ist was ich schön finde beim Oratorium singen. Das ist hat eine andere Wirkung, ein Solist. Als Solist zu arbeiten, ja. Also man steht nicht so im Vordergrund, man ist Teil des Ganzen, ja, sozusagen. Ja, du bist ein Teil des Ganzen, ja. Zum Beispiel diese Brahms-Requiem ist ein perfektes Beispiel. Du hast zwei Solist-Momente, zwei quasi Arien und dann du einen Chor begleitest in dem Moment und dann gehst du wieder zurück und kommst dann wieder, wenn es ist dein Moment, die Geschichte weiter zu erklären. Ja. Und singen Sie eigentlich gerne geistliches Repertoire und meinen Sie, muss man dafür zwingend gläubig sein, um das interpretieren zu können oder um es gut darbieten zu können? Singe ich gerne geistliche Repertoire. Ich finde, das ist großartige Musik, aber muss man nicht gläubig sein. Nein, es ist wie in Oper, muss man verschiedene Figuren verkörpern und spielen, man muss nicht halt diese Person sein, um das gut rüberzubringen. Man kann das einfach mit Stimme und mit einer guten Präsenz bauen ja, aber muss man halt gar kein genau, muss man gar kein Giovanni, Don Giovanni sein, um ein guter Giovanni zu Stimmt. spielen. Genau. Ja. Man kann auch so glaubwürdig das rüberbringen. Das denke Ja, ich genau. auch. Genau. Gut, dann gehen wir mal zur zeitgenössischen Musik über. Da spielen Sie ja den John in der internationalen Premiere von Requiem for the End of Time von Stefan Kasomenos. Wie verlief denn da die Zusammenarbeit? Das ist ja auch ein Australier, ein australischer Komponist. Wie war es denn da? Konnten Sie da vielleicht auch mal was umschreiben lassen oder so, wenn es Ihnen nicht so lag? Oder hat er extra für Sie auch geschrieben? Ja, der hat extra für mich geschrieben, damals, als meine Stimme auch ein bisschen tiefer war.
auch. Aber ja, wir hatten damals sehr, sehr oft zusammengearbeitet. Er war auch Pianist an der Melbourne Opera Trust. Das heißt, wir hatten oft viel Konzerte zusammen gemacht. Ja, das war eine tolle Erfahrung. Es ist immer eine tolle Erfahrung, mit einem Komponisten zu arbeiten, weil man hat die Chance, die Möglichkeiten, einen Komponist so ein bisschen zu lernen, wie die Stimme funktioniert, was für eine Stimme gut ist, was nicht so gut ist. Und wir dann als Sänger haben auch die Chance, ein bisschen weg von unserer technischen Technik zu gehen und zu sehen und was Neues zu bauen. Und wir können mit unserer Stimme was anderes machen, was wir im Alltag machen, in diese ganze normale Oper-Repertoire oder Liedrepertoire. Ja, ich meine, was interessant ist bei zeitgenössischer Musik, ist es, wir müssen halt unsere konventionellen Ideen und Ansprüche vom Gesang manchmal ein bisschen an der Tür lassen. Und wir müssen offen sein. Und das ist auch manchmal schwierig. Aber ich finde es auch geil. Also irgendwann hat die alte Komponistin was geschrieben, was damals komplett ungehört war und total neu war. Und das heißt Entwicklung, das heißt Evolution. Und das ist auch wichtig, dass wir oft mit Komponisten arbeiten. Und kann nur sagen, der Stefan Casamenos ist ein großartiger Komponist. Und dieser Requiem for the End of Time ist auch ein geiles Stück, was hoffentlich irgendwann auch in Europa aufgeführt wird. Aber schauen wir mal. Aber ja, das hat mega Spaß gemacht, so auch eine wahnsinnige Figur zu spielen, diese John, weil er erzählt die ganze Ende der Weltgeschichte, und das kann man sehr stark mit Stimme und Körper erzählen. Ja. So eine besondere Handlung, also hat dieses Requiem. Ja, total. Ja, sehr dramatisch. Aber wie er das orchestriert hat und für die Stimme geschrieben hat, ist eigentlich nicht so wahnsinnig krank für die Stimme. Ist eigentlich sehr, sehr gut geschrieben, und aber halt anstrengend viel Text. Und ja, wie gesagt, du musst halt diese fast wahnsinnige Figur verkörpern mit seiner Stimme oder ein großes Orchester, ein großer Chor, dass die Leute haben das Gefühl, du glaubst die Wörter, die du sprichst. Und ist die Erarbeitung anders als bei herkömmlichen Repertoirestücken? Also irgendwann können sie ja zu Repertoirestücken dann werden, aber heutzutage von den zeitgenössischen Werken ist es dann irgendwie anders, als einzustudieren oder so? Ja, es liegt an die Musik. Also die Musik von Stefan zum Beispiel ist, war sehr harmonisch, war nicht so atonal, also gar kein Alban Berg oder Schönberg Musik. Ja, in dem Fall ist es dann leicht, man kann dann die Akkorde spielen oder kann ziemlich gut klarkommen beim Lernen. Mit anderer zeitgenössischer Musik ist es halt schwierig. Man muss einfach die Musik ganz kurz analysieren, okay, sag mal, wie soll ich das lernen? Was brauche ich? Zum Beispiel, wenn man ein Stück von Wolfgang Riem lernen muss, zum Beispiel, ja, muss halt mal gucken, was hier in Musik hilft und was soll ich vielleicht, was hilft überhaupt nicht oder hilft überhaupt etwas? Oder muss ich einfach diese ganze Ding einfach drillen und lernen, bis es richtig ist? Ja. Also sich ein eigenes Schema suchen dann in dem Stück und danach arbeiten dann. Ja, genau. Ja, es ist nicht wie bei Mozart. Man kann immer so es ist eine harmonische Sache. Man weiß, wie es funktioniert, harmonischerweise. Und es ist dann halt, die Noten ist halt leicht zu lernen. Aber der andere Art von Mozart ist dann halt, die Feinheiten zu bauen. Und das ist der Schwerpunkt. Aber bei zeitgenössischer Musik ist halt eine große Herausforderung, ist die Musik richtig zu machen, genau zu machen. Ja, präzise. Und singen Sie eigentlich auch alte Musik oder bisher noch nicht so sehr? Nicht so sehr, also halt als hohe, kräftige Bariton. Es gibt nicht so viel Musik für meine Stimme halt, was schwierig ist, aber ich schätze immer noch diese Musik von alten Komponisten, Händel, Bach, und das hat
keinen Platz. Aber für mich, für meine Stimme und meine Stimmfach, ich habe nicht so oft die Möglichkeit, solche Sachen zu singen. Na gut, ja. Dann geben Sie auch viele Gastspiele, sind häufig auch als Einspringer tätig. Zum Beispiel haben Sie gastiert am Mainfrankentheater Würzburg oder haben Ihr Hausdebüt gegeben am Theater Trier. Wie schaffen Sie das denn noch neben Ihrem getakteten Zeitplan am Theater? Sie haben ja schon erzählt, Sie haben so viele Vorstellungen immer zu spielen. Wie kommt es dann noch zu diesen Gastspielen? Ja, jede Spielzeit ist anders und anders geplant. Ich bin in Trier eingesprungen als Nick Shadow für die Rakes Progress. Und ich hatte damals Nick Shadow schon vorbereitet, weil wir wollten das auch im Coburg machen. Und der Kollege in Trier krank war und bin eingesprungen und habe mir gedacht, ja, das ist okay, denn es sind nur ein paar Wochen, ich bin frei. Und dann kam dann wieder die Fälle von Corona war wieder eingestiegen und dann müssen die ganze Produktion ausfallen und war in die nächste Spielzeit verschoben. Und dann habe ich quasi als Gast, ich war quasi als Gast für die nächste Spielzeit geholt, vor meine große Arbeit in Coburg angefangen hat. Und das hat ziemlich gut geklappt in der Spielzeit. Und in Würzburg bin ich für kranke Kollege als Enrico in Lucia Dalamamo eingesprungen, was auch ziemlich gut geklappt, weil ich hatte damals schon, unsere Spielzeit war mit Lucia war schon vorbei und ein Stück hatte ich schon mehrmals gesungen und ich hatte Zeit. Aber ja, wie gesagt, es ist schon schwierig mit der ganzen Planung, so eine Gastierung einzuplanen. Das ist leider nicht so oft eine Möglichkeit für einen Sänger als Festensemblemitglied. Aber ich denke, was wichtig ist, immer als Festsänger, du musst immer nachgucken, welche Stücke wird gespielt in jeder Spielzeit, die du schon gespielt hast. Ja, und zum Beispiel, ja, ich habe den Enrico in Coburg schon gesungen. Es gab immer die Wahrscheinlichkeit, ich könnte in Würzburg einspringen oder wie auch immer. Und das ist wichtig, dass die Leute in andere Häuser wissen, hey, ich bin da, falls ihr einen Gast brauche für dieses Stück, stehe ich gerne zur Verfügung. Und das ist wichtig, dass man bleibt immer aktiv mit anderen Partien. Und ja, es ist, ja, wie gesagt, es ist halt schwierig als Festensemblemitglied andere Sachen in andere Städten zu planen. Aber wie gesagt, wenn man gut vorbereitet ist, man gut zuverlässig ist, dann kann einfach eine Show am letzten Moment retten. Das macht dann sehr, sehr gute, das ist, ja, es ist halt sehr, sehr gut für eine Karriere. Man merkt, dass du zuverlässig bist und dann kannst du jederzeit wieder einspringen. Ja. Genau, Kontakte zu anderen Theatern sind ja sehr wichtig. Und Sie haben ja auch mal beschrieben, wie das ist auf Ihrer Webseite, wie so ein Einspringen ist. Haben Sie ja geschrieben, ein Einspringen hat eine gewisse Energie, die berauschend ist. Der Adrenalinschub schafft es, den Körper in Gang zu bringen, egal wie erschöpft Sie wirklich von der langen Fahrt, der hektischen Planung und dem Stress von der ganzen Erfahrung sind. Können Sie uns genauer berichten, wie so ein Einspringen für Sie ist? Wie das innerlich dann sich vollzieht, wenn man plötzlich dann auf die Bühne muss in einer Partie, die man zwar schon kann, aber in einer ganz anderen Inszenierung. Ja, also ich kriege immer sofort Stress und ein bisschen Schiss, wenn ich so einen Anruf bekomme, dass ich einspringen muss oder einspringen darf. Aber ich glaube, diese Adrenalin ist immer ein gutes Zeichen, dass du Kraft für diese Einspringer hast und dass ich immer das machen sollte. Bei einem Einspringen, es gibt immer ein großes Risiko, ja. Und das finde ich genial, ja. Weil man muss sich balancieren zwischen Sicherheit und Unsicherheit, ja. Und auch wenn man ein Stück gemacht hat, ja, genau, es ist, die Inszenierung ist fast ist anders. Und manchmal sind die musikalischen Striche auch anders. In Würzburg, die musikalische Strecke war völlig anders als in Coburg bei Lucia de Lammermoor. Und die hatten in Würzburg ein anderes Duett zwischen Enrico und Delgado, was in unserer Fassung total gestrichen war. Und das heißt, der ganze Abend lief völlig anders. Er hat eine andere Kondition und eine andere Erwartung.
von ganze Vorstellung, ganze Abend. Aber bei so einem großen Risiko, es gibt immer eine große Belohnung. Und die Belohnung ist, dass du kannst, man kann sich zeigen, was du schaffen kannst, dass du zuverlässig bist, dass du in einer stressigen Situation dich gut vorstellen kannst. Und das ist wichtig für die Selbstbewusstheit als Sänger, für Weiterentwicklung, weil hoffentlich, ich werde auch in größere Häuser singen mit andere Ansprüche und anderer Stress. Und wenn ich an so einen stressigen Einspringe schaffen kannst, dann ist mir klar, ich kann alles machen. Ja, das ist wichtig für die Selbstbewusstheit. Und andere Belohnung ist, dass du hast die Vorstellung halt gerettet und die Leute im Haus sind immer dankbar und hast auch die Belohnung, dass du hast eine gute Kontakte aufgebaut und ja, ich meine, ja, egal wie erschöpft man ist von großer Fahrt, von ganzem Stress, glaube, wenn ich auf die Bühne stehe, ich finde sofort eine andere Energiequelle, was ich im Alltag nicht habe. Und ich glaube, das ist ein klares Zeichen, dass ich bin ja, ich, wenn ich, bin auf der, wenn ich auf die Bühne stehe, bin ich auf der richtigen Platz. Ich habe, wie früher gesagt, ich habe mich richtig entschieden für die richtige Berufe, richtig. Ist ja gut zu wissen, genau, für einen Ja. selber. Und ein anderes Publikum lernt einen ja auch immer wieder kennen durch das Einspringen, den vielleicht doch vorher noch nicht so wahrgenommen hat. Ja, Wenn Sie ja. sagen, da werden immer andere Stellen gestrichen, erfahren Sie das dann vorher oder erst wenn Sie dann kurz vor der Vorstellung sind? Das ist ja dann schwierig, dann noch schnell das umzulernen. Ja, es ist abhängig von viel Zeit. Es gibt in Würzburg, ich habe am Abend davor einen Anruf bekommen und dann quasi um halb 12 ein Video und ganze Strichliste bekommen. Also das heißt, ich hatte nicht so viel Zeit, abends ganze Inszenierung und Produktion einzustudieren. Aber ich wusste schon, es gibt diese Duett und ich habe mich entschieden, okay, ich mache gar nichts heute Abend, mache meinen Kopf ganz frei und leer und dann morgen kann ich diese Duetten, diese Inszenierung einstudieren und ja, egal was passiert, ich schaffe das. Manchmal vor, ja, wenn ein Kollege 2 Tage davor der Vorstellung sich krank meldet, dann hast du vielleicht mehr Zeit. Aber again, nochmal, es ist abhängig von der Partie. Wenn man an Giovanni singen muss, dann ist es halt anders. So Klar, viel das ist Recitativo oder andere Fassungen von Recitativo oder Inszenierung ist immer anders und ja. Man muss für sich entscheiden, ob es sich lohnt. größer. Ja. Das Publikum weiß es ja auch meistens zu würdigen. Die klatschen ja auch immer besonders für die Einspringer. Das muss Ja. ich auch wieder sagen. Genau. Ja. Dann haben Sie ja 2022 nochmal einen Preis bekommen, also das Sir Robert Williams Erskine Operatic Scholarship des Australian Council for the Arts. Welche Auswirkungen hatte denn das und werden Sie jetzt dadurch vermehrt auch in Australien singen? Nee, leider nicht. Nein, was Besonderes ist, genau, bei dieser William Erskine Stipendium ist es, dass es hat mich finanziell unterstützt, was immer noch wichtig ist als Jungsänger und als Sänger mit 30, 31 und mit 40. Man ist immer auf einem Entwicklungsweg. Aber die wissen auch in Australien, dass es schwierig ist, eine Karriere da zu bauen. Und muss man halt entweder nach Deutschland oder Österreich oder irgendwo im Europa ziehen, da das Karriere die diese Karriere zu realisieren. Das heißt, nein, ich bin fest in Deutschland und bleibe hier im Moment. Aber ich würde gerne irgendwann mal Konzerte oder in Oper im Australien singen, wenn die Möglichkeit gibt. Aber für jetzt bin ich mindestens fest hier. Ja, Ja. ich habe mir erst an Gastspiele gedacht, dass Sie mal da vereinzelt auftreten, mal so als Gast Ja, oder so hinkommen. das ist quasi wie diese Melbourne Stipendium. Es ist ein großzügiges Stipendium und es unterstützt mich gerade finanziell, dass ich weiter studieren kann, dass ich weiter lernen kann mit meinem Gesang, weiter Gesangsunterricht machen kann und
Ja, und schauen wir mal. Ja, aber bis jetzt, das ist alles hier. Sie haben weiterhin immer noch einen Gesangslehrer, der Sie unterstützt, wie viele Sänger das ja auch so machen. Genau. Ja, klar. Ich glaube, muss jede Sänger jemand oder jemanden haben, die dich unterstützt. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Stimme entwickelt immer, ja, und du wirst nie so ein Fertigprodukt sein, ja. Jetzt habe ich alles gelernt, was ich lernen muss, und jetzt bin ich bereit und ich kann alles schaffen. Nein, die Stimme entwickelt sich, die Stimme ändert sich, und wir müssen auch immer jemand haben, der unsere Stimme gut kennt und kann merken, was gut liegt, wo braucht man vielleicht ein bisschen mehr, muss man ein bisschen mehr arbeiten, und es ist halt wichtig. Ich sage immer, es ist so wichtig als Tune-up, es ist Stimmung. Man muss immer zu einem Lehrer gehen und die hört, wie die Stimme funktioniert im Moment. Ja. Und wie Ja. kann man sich Ihren Alltag als Opernsänger vorstellen? Wie läuft das so beispielhaft ab an einem ganz normalen Tag? Ja, Einen Tag? ganz normale Tag ist, Gibt es nicht mehr. fängt um jeden Tag um 7 an. Ich muss meinen Sohn in die Kita bringen. Das heißt, ich schlafe nicht so viel aus wie andere Sänger. Das glaube ich dann, ja. Ja, und auch wenn ich abends davor eine Vorstellung hatte, dann es bleibt immer so, Wecke geht immer um 7 auf. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Das ist das halt das Leben. So muss jeder Eltern machen. Ich verbringe den ganzen Tag mit Lernen. Ich möchte, dass ich immer aktiv bleibe, und versuche jeden Tag mindestens was Produktives zu machen, ein bisschen lernen oder immer ein bisschen zu singen. Nicht jeden Tag so große Oper oder eine große Rolle durchzusingen, aber immer die Stimme zu nutzen, das ist wichtig. Für mich ist auch normale Tage Fitness auch sehr wichtig. Ich bin so ein Darsteller, der immer ein 100% gibt. Ich kann das nicht ausschalten irgendwie. Dafür muss ich ziemlich fit bleiben. Und für solche Partien wie der Fred Graham oder Giovanni muss man halt die ganze Abend auf die Bühne verbringen. Und dafür braucht man gute Kondition. Also das ist quasi der Alltag. Wenn ich nicht probe, das heißt, allein, also zu Hause zu sein und um lernen und ein bisschen Fitness zu machen und gutes Essen zu essen, und ansonsten, ich trinke sehr gerne Wein, und ich koche sehr gerne, und solche Sachen sind auch wichtig. Muss man, also ja, wie gesagt, man sind so produktive Personen fleißig, aber es ist auch wichtig, manchmal einfach Stopp zu sagen, jetzt brauche ich eine Pause. Und das muss ich immer noch ein bisschen lernen. Ich bin so ein Mensch, der will immer mehr und mehr machen. Aber ja, aber es ist halt auch wichtig, manchmal gar nichts zu machen. Ja, genau. Und ich habe das mindestens jeden Tag, wenn ich meinen Sohn abholen muss, dann wir haben ein paar Stunden zusammen, bevor ich ihn ins Bett hinlege, zusammen die Zeit zu verbringen und fast manchmal, also für mich gar nichts zu machen, einfach wieder ein Kind zu sein und mit ihm zu spielen, das ist auch wichtig. Ja. Und führen Sie Ihren Sohn schon ein bisschen so an die Musik heran oder kann der auch mal bei Proben zugucken, dass er so mit Theater in Berührung kommt? Kommt er sicher automatisch dann. Ja, der ist leider nur 2,5. Der ist noch ein bisschen zu jung für den Probenraum. Aber nee, also wir hören gerne viel Musik zu, und der ist, ja, so, ich habe mich sofort bemerkt, er ist total Musikmensch. Der liebt Musik, alle Art von Musik liebt er. Und der sagt, also nicht oft, nicht so viel dagegen, wenn ich singe. Der steht auf Gesang, der will auch singen. Und ja, es finde ich großartig, dass wir diese Leidenschaft für Musik gemeinsam haben. Ja. Aber so muss es sein, der wird in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen. Der kann gar nichts dafür, der Arme. Aber so Ja. eine musikalische Frühförderung ist ja auch sehr wichtig. Für alle Ja. Kinder eigentlich sollte das ja so sein. Und viele verschiedene Musik und verschiedene, dass nicht nur, dass er nur ständig nur klassische Musik hört, dass er hat ein bisschen von alles. Genau, dass er überall rangeführt wird schon ein bisschen.
Sind Sie eigentlich auch als Gesangspädagoge tätig oder wollen Sie das irgendwann mal machen? Das werde ich auf jeden Fall irgendwann machen, vielleicht später in meiner Karriere. Für jetzt ist Gesang und Spielen halt am wichtigsten, aber das werde ich gerne machen. Ja, ich bin so der Typ, ich habe eine gute Technik und ich komme klar mit meiner Stimme und die Rollen, was ich singe, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, ja, aber kann ich das richtig, kann ich das richtig an jemanden richtig unterrichten? Wie wir schon gesagt haben, weil Dozenten, gibt Leute, die können Sachen, aber die haben gar keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich habe schon eine Ahnung, aber ich habe manchmal das Gefühl, ist es mein Recht, schon die Leute zu unterrichten und zu lehren? Weiß ich noch nicht, aber bestimmt vielleicht. Es kommt, wenn es kommt, vielleicht, aber für jetzt ist die Priorität, zu spielen und singen, ja. Aber beim Unterrichten lernt man ja selber auch noch mal viel, auch wenn man es vielleicht falsch vormacht oder so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist wichtig. Es ist gut für die Selbstbestätigung und für die Selbstbestätigung. Ja, wenn ich das für jemand anderes gut erklären kann, dann kann ich das auch gut für mich erklären. Das ist auch sehr wichtig. Ja, ja, ja. Wie sind Ihre zukünftigen Pläne? Wollen Sie mehr Richtung Freischaffenheit oder Festengagement oder wollen Sie es sich offen halten? Einfach offen halten. Schauen wir mal, wie alles lief, wie alles läuft in den nächsten paar Jahren. Man hat immer das, wie gesagt, Vorteil als Festsänger in einem Haus. Du hast Geld und hast ein bisschen mehr Sicherheit und Stabilität, was auch als Papa sehr wichtig ist, weil ich muss auch auf meinen Sohn aufpassen und denken, was für ihn wichtig ist auch. Und das als Festsänger. Ich bin in einem bisschen Fest hier in Coburg oder im Fest in einem Haus und wir sind immer zusammen, nicht immer ständig unterwegs. Das heißt, wir haben viel Präsenz. Ich bin präsent in seinem Leben. Das ist für mich sehr, sehr wichtig im Moment. Aber schauen wir mal, wenn ich so viel Glück habe, dass ich eine Karriere als freischaffender Sänger schaffen kann, dann schauen wir mal. Ich bin ganz offen. Aber für jetzt, nach dieser ganzen Corona-Pandemie, es ist mir klar geworden, dass in meinem Festensemble zu sein, das ist immer die richtige Entscheidung, auch wenn man eine Familie haben möchte. Ja. Und auch als junger Bariton die Karriere ist sehr lang. Ja. Ich bin 31 und die besten Sachen sind immer schon vor mir. Das muss ich immer erinnern. Ja. Und ja, alles hat seine Zeit. Ja. Man kann also gespannt bleiben, wie es weitergehen wird. Ja, jetzt bin ich zufrieden, dass ich die Möglichkeit, gute Partien wie der Giovanni in einem Festensemble zu singen. Ich kann gut Geld verdienen und mein Sohn gute Zeit mit meinem Sohn verbringen und alles funktioniert gut zusammen. Ja. Ja, genau, das ist doch sehr schön. Und haben Sie vielleicht zum Abschluss für uns noch eine Anekdote, wo mal irgendwas schiefgegangen ist im Theaterleben, auf der Bühne oder so? Ich Na meine, das ja, also Publikum immer sehr gerne, die freuen sich ja immer, wenn mal was schief geht auch. ja. Eigentlich habe ich von 2010 eigentlich, als ich diese Tabia gespielt habe, ich war so natürlich 17 damals und ich habe Tabia gesungen und damals konnte ich gar kein Bart wachsen lassen. Ich war noch jung und die Haare kommen noch nicht. Und wir hatten so eine Perücke gebaut, ein Schnurrbart und ein Bart gebaut für die Vorstellung. Und es war ich glaube, aus Pferdhaare gebaut. Ich hatte so ein Kleber auf mein Gesicht geklebt. Und es war die Premiere. Und wir hatten nicht so viel Zeit, die ganze Mittel und Zeuge auszuprobieren, ob das überhaupt hält. Und ja, ich habe richtig super heftig und aktiv gespielt. Und es gibt diese Szene in der Kneipe, ja, wo der Teddy trinkt und tanzt mit seinen Freunden. Und ich habe bemerkt, in dem Moment ist mein Schnurrbart fast runtergefallen. Ich habe gedacht, oh meine Güte, das ist nicht gut. Was sollen wir dann machen? Wir gar kein großes Theater. Wir hatten gar kein Maske auf der Seitenbühne. Ein Schnurrbart ist fast runtergefallen, fast in meinen Mund gefallen. Die Leute haben das gemerkt, sofort gecheckt und hat es abgeschnitten. Und dann kam ich in der nächsten Szene
ohne Schnurrbart, aber immer noch mit diesem Bart. Und dann, ich musste so spielen, als ich einen Kater hat in der nächsten Szene, also von Abend davor. Und ich hatte so einen Eimer. Ich habe so, wie soll ich das spielen? Die Leute merken schon, dass ich gar keinen Schnurrbart habe. Und dann mit 17 Jahren habe ich gesagt, ach, ich erinnere gar nichts. Habe ich mich rasiert oder irgendwas, was die Leute sehr lustig fanden? Und dann habe ich versucht, also zu spielen, als ob ich kotzen in dieser Eimer. Und dann ist die ganze Bart sofort in dieser Eimer reingefallen. Das heißt, der ganze erste Teil des Stückes hatte ich gar keinen Bart mehr. Was sehr lustig aussieht, weil so war das dann in der Zeit. Und ich habe es gut gespielt. Ich glaube, meine Eltern haben mir oft erzählt, wie lustig das war mit 17. Ich habe das gespielt, als ob das gar nichts war, dass mein ganzer Bart in einen Eimer gefallen ist. Und ich habe mich nicht geschämt oder nicht, ja, nicht das Gefühl, dass alles umsonst war. Und dann kamen wir zum zweiten Akt und ich hatte einen frischen Bart für den zweiten Teil, und ich habe die Leute erzählt, viele, viele, viele Wochen sind viele Wochen seit den Hochzeiten. Die Leute fanden das lustig, aber Und dann ja, hat Gott er sei aber Dank. gehalten. Dann hat er Ja. Bart gehalten bis zum Schluss. Ah ja, ich Ja, dachte, du schneidest dann nochmal ab. bis zum Schluss. Ja, Gott sei Dank. Aber da Ja. haben sie ja mal schon gut reagiert. Da hatten sie schon die Bühnenerfahrung dazu, zu wissen, Ja. wie man das macht. Ja, und dann habe ich bemerkt, ja, egal, wenn solche Sachen passieren, dann muss man halt cool bleiben und entspannt bleiben. Und man kann es immer, man muss nichts retten. Die Leute wissen gar nichts, was kommt. Ja, das stimmt. Und du kannst solche schiefe Sachen gut spielen, ja. Und du kannst ein sehr schwieriger Moment in einem Stück ein Highlight machen. Ja. Und Genau. das ist für mich wichtig. Wenn was schief geht, dann sehe ich nicht, das ist gar keine Katastrophe, das ist jetzt Gelegenheit. Das Ja. merkt sich ja das Publikum sowieso dann besonders und erzählt sich ja immer wieder, wie das war, als der Bart abgefallen ist oder so. Ja, genau. Genau. Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das ausführliche Interview, dass Sie uns so viele Einblicke gegeben haben in Ihre Laufbahn und in Ihre Rollen und so weiter. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft und für die Gegenwart alles Gute, beruflich wie privat. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude.